Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Wie beendet man einen Krieg? Perspektiven für die Ukraine und Europa im Rahmen der Veranstaltungsreihe Zeitenwende, Putins Krieg, Analysen und Perspektiven für die Ukraine und Europa. Ich freue mich sehr, dass Sie bei diesem wunderbaren Wetter rein und zugeschaltet haben. Ich hoffe, Bild und Ton passen, dass Sie mich gut sehen und verstehen können. Mein Name ist Jakob Kulig. Ich bin Moderator der Vortragsreihe des heutigen Abends und ich mache das natürlich nicht allein. Die Reihe ist ein Kooperationsprojekt der Lehrstühle für internationale Politik sowie für politische Theorie und Ideengeschichte der TU Chemnitz mit der Sächsischen Konrad-Adenauer-Stiftung. Bevor wir sozusagen zu unseren Referenten kommen, zum Hauptthema kommen, hätte ich ja üblicherweise angekündigt, halten Sie sich für die nächsten Wochen frei, aber heute ist leider schon die Abschlussveranstaltung. Wir hatten vielleicht einen ganz kurzen Rückblick mit einem Satz begonnen, mit einer Veranstaltung zu Putins Geschichts- und Weltbild, hatten eine Folgeveranstaltung zum Thema Bundeswehr und Sondervermögen und beim letzten Mal zum Großkomplex der wehrhaften Demokratie. Heute führen wir sozusagen die Themenstränge zusammen, schauen zurück, aber vor allen Dingen voraus mit der Großfrage: Wann gibt es Frieden? Wie sieht er aus? Ist es auch ein tatsächlicher Frieden? Wie sehen dann im Grunde oder wie sieht die Ukraine noch aus? Was ist die europäische Staatenordnung? Was können wir sozusagen davon uns vorstellen mit Blick auf die aktuelle Gefechtslage? Und meine Damen und Herren, Sie wissen es, diese Fragen werden im Grunde seit Wochen und Monaten in Talkshows diskutiert, in offenen Briefen, in Kanzlerreden, in Botschafterbeiträgen, teils sehr heftig, teils sehr emotional. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das Thema heute möglichst sachlich und faktenbasiert diskutieren. Sie haben auch mitbekommen, es bewegt sich viel. Kanzler Scholz, Präsident Macron und der italienische Premier Draghi sind aktuell in Kiew gewesen sozusagen. Die Botschaft des Besuches ist einhellig, sagen der drei Staatsoberhäupter, Staatsregierungsoberhäupter, nämlich, dass die Ukraine und auch Moldau einen Kandidatenstatus für die EU bekommen sollen. Und die EU-Kommission will dann diesen Freitag auch eine Empfehlung zu diesem Thema vorlegen. Die Entscheidung wird, also die muss einstimmig fallen, die wird wahrscheinlich dann am EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Brüssel möglicherweise fallen mit einem klaren Votum. Aber ich will nicht so viel vorweggreifen. Diese Fragen und auch weitere werden wir heute mit ausgewiesenen Experten diskutieren. Ich darf daher sehr herzlich begrüßen zunächst Sarah Pagung. Sie ist fast promovierte Politikwissenschaftlerin an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie betreute bis Dezember 18 ebenfalls in der DGAP mehrere Projekte am Robert-Bosch-Zentrum für Mittel- und Osteuropa, Russland und Zentralasien, darunter den Gesprächskreis Russland, östliche Partnerschaft. Großthemen waren russische Außen- und Sicherheitspolitik. Sie ist auch bekannt durch eine Reihe von Medien- und Fernsehauftritten, unter anderem in der ARD und Phoenix. Und ihre Fachgebiete sind die Außen- und Sicherheitspolitik der Russischen Föderation, deutsch-russische Beziehungen und die Republik Moldau. Darf ebenfalls sehr herzlich begrüßen Professor Dr. Kai Oppermann. Für diejenigen von Ihnen, die regelmäßig unsere Reihe geschaut haben, ist es kein Neuer in unserer Runde. Herr Oppermann ist Lehrstuhlinhaber an der TU in Chemnitz für internationale Politik, Forschungsschwerpunkte, Theorien der Außenpolitikforschung, deutsche, britische Außen- und Europapolitik und auch Fehlentscheidungen und Sonderbeziehungen in der internationalen Politik. Wir hätten eigentlich heute noch einen dritten Referenten gehabt, nämlich Professor Dr. Matthias Schmidt von der Hochschule Zittau-Görlitz. Der muss sich leider entschuldigen. Das bitten wir zu entschuldigen. Das haben wir auch erst kurzfristig erfahren. Deswegen werden wir das heute zwischen Frau Pagung, Herrn Oppermann und mir handhaben. Aber auch das werden wir sicherlich erfolgreich, informativ und hoffentlich auch unterhaltsam hinkriegen. Zum Vorgehen, zum Prozedere. Frau Pagung wird einen kurzen Impulsvortrag geben. Wir haben auch Folien, also auch was fürs Auge ist, wird geboten. Herr Oppermann wird anschließend kurz kommentieren und danach gehen wir auch schon direkt in die Diskussion. Auch hier noch eine Bemerkung: Fragen bitte kurz und knackig in den Chat. Wenn Sie zugeschaltet werden wollen, geben Sie uns ein Handzeichen, idealerweise unter Klarnamen und auch bitte kurz fassen. Idealerweise auch die Frage gleich adressieren an wen. Also ich möchte keine Monologe, keine Co-Referate. Das gibt einfach das Format nicht her. So, und ich glaube und hoffe, alle angemessen begrüßt und vorgestellt zu haben. Und daher freue ich mich, liebe Sarah, dass du heute uns mit deinem Vortrag ja unterhalten und erquicken mögest. Und ich hoffe, dass die Präsentation auch gleich gut funktioniert und wir dir gebannt lauschen können.
Bitte, the floor is yours. Dankeschön, lieber Jakob. Vielen Dank auch an die TU Chemnitz und an die CAS für die Einladung heute Abend. Ich freue mich, die nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen bestreiten zu können und habe eine Präsentation mitgebracht und hoffe, dass es jetzt auf Anhieb funktioniert. Sehen Sie das alle? Sehe ich? Ja, Jakob hebt seinen Finger. Also scheint es zu funktionieren. Ich werde mir allergrößte Mühe geben, keine 20 Minuten zu überschreiten, damit Sie mir auch alle folgen können und es nicht zu langweilig wird für Sie. Erfreulich wird es sicherlich nicht, aber dafür hoffentlich einblicksreich und etwas spannend. Was ich vorhabe mit Ihnen, ist separat anzuschauen, welche Kriegsziele hat Russland, welche Kriegsziele hat die Ukraine, wie verhalten sich Deutschland und die USA als exemplarische westliche Partner dazu, um dann so ein bisschen zu schauen, also welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und einen Ausblick vielleicht auf die nächste Zeit, auf die kommenden Jahre werfen zu können und ein paar auch Handlungsempfehlungen zu geben als Vorschläge und auch als Grundlage für die anschließende Diskussion. Das ist das, was ich mit Ihnen vorhabe und würde direkt starten. Jetzt muss ich nur... Ja, jetzt funktioniert es. Also, was sind die russischen Kriegsziele? Wir haben, oder ich würde Ihnen das immer bei allen Ländern vorstellen, nach politischen und militärischen Zielen getrennt, dass Sie so ein bisschen eine Kategorisierung, eine Ordnung haben. Und ganz zentral als russisches Kriegsziel ist eben die, ich würde es imperiale Idee nennen, das Sammeln russischen Bodens. Putin hat es ja auch kürzlich nochmal bekräftigt. Was heißt das, wenn wir auf die Ukraine schauen? Das heißt eben, dass die Ukraine als unabhängige, souveräne Nation, auch die UkrainerInnen als unabhängiges Volk negiert werden und in dem Sinne keine Existenzberechtigung haben, sondern als Teil des russischen Großreiches gesehen werden. Das andere ist eben auch, dass sich an einer Einfluss- und Pufferzone in der Ukraine, was heißt das eigentlich konkret? Das heißt am Ende, dass Moskau sich ein innen- und außenpolitisches Vetorecht nicht nur in der Ukraine, ja beispielsweise auch in Belarus sichern will, um die Politik dort maßgeblich mitzubestimmen und eben auch einen eigenen Schutzraum gegenüber möglichen westlichen Einfluss zu schaffen. Was heißt das militärisch? Wir können eigentlich, wenn wir uns das militärische Vorgehen anschauen in der Ukraine, das als Ergebnis einer relativ klassischen russischen militärischen Strategie erfassen, und zwar als Verschieben der Verteidigungslinie. Also die Verteidigungslinie Russlands verläuft nicht an der Staatsgrenze, sondern wird weggeschoben von der eigenen Staatsgrenze. Und das Problem ist natürlich automatisch, wenn sie nicht auf hoher See sind, sondern auf einem Kontinent, dann sind da andere Länder. Das heißt eben, dass es ein einseitiges Erhöhen der Sicherheit auf Kosten anderer Staaten ist. Und das bewirkt natürlich automatisch immer auch einen Konflikt, weil es die Sicherheit anderer Staaten eben verringert. Das sehen wir in der Ukraine zum einen daran, dass Russland die Kontrolle über die Ostukraine erlangen möchte und dass es letztlich auch eine Landverbindung Transnistrien-Krim-Donbass schaffen möchte, also ein Abschneiden der Ukraine von der Schwarzmeerküste. Das militärische Ziel der Einnahme Kiews haben wir gesehen, dass es gescheitert ist. Ich würde nicht ausschließen, dass das nochmal versucht wird. Es ist aber nicht Kern der Sache, solange eine Destabilisierung der Restukraine erreicht werden kann. Was wir sehen in den bis jetzt besetzten Gebieten, ist eben ein Ausdehnen russischer Verwaltungsstrukturen, der Aufbau eines Besetzungsregimes, was eben auch zeigt, dass diese eroberten Gebiete nicht Teil einer Verhandlungsmasse sind, sondern wirklich geplant sind für eine langfristige Kontrolle durch Russland, in welcher politischen oder verwaltungsartigen Form das dann möglicherweise auch immer passiert. Wenn wir uns jetzt die ukrainischen Kriegsziele anschauen, liegt es natürlich auf der Hand, dass die sehr konträr liegen. Zum einen das Erhalten ukrainischer Souveränität und die Eigenständigkeit der Ukraine als Nation und Volk. Und wenn Sie das natürlich vergleichen mit den russischen Kriegszielen, gibt es da natürlich eigentlich kaum oder eigentlich keine Überlappung. Und der Stopp der russischen Kampfhandlungen. Wie sieht das militärisch aus? Ich würde sagen, es gibt sowohl militärisch als auch politisch vielleicht so etwas, was man als kleinen Sieg oder großen Sieg bezeichnen könnte. Also in einem ersten Schritt geht es darum,
das ukrainische Territorium so viel wie möglich zu halten und gleichzeitig die russischen Verluste zu maximieren. Warum? Weil das eben die Ausgangsposition für mögliche Verhandlungen verstärkt und natürlich auch Russland möglicherweise an den Verhandlungstisch zwingen kann. Langfristig, das sind die offiziellen Kriegsziele, ist die Wiederherstellung der ukrainischen territorialen Integrität. Die Frage ist natürlich, in welchen Grenzen, ja? Also mit oder ohne Krim, mit oder ohne Donbass. Und das sind natürlich Fragen, die vor allen Dingen auch davon abhängig sind, schauen wir uns kurzfristige Ziele an oder langfristige Ziele. Dann Reparationen für die Zerstörung in der Ukraine und auch ein Kriegsverbrecherinnen-Tribunal. Grundsätzlich ist es eher so zu betrachten, dass der kleine Sieg, ja, also vor allen Dingen ein Stopp russischer Kampfhandlungen und ein Halten ukrainischen Territoriums, das kurzfristige Ziel ist. Langfristig bleibt aber eben auch die Erhaltung der Ukraine in seinen international anerkannten Grenzen, obwohl man hier eben auch sagen muss, dass ich davon ausgehe, dass die Ukraine beispielsweise hinsichtlich der Krim verhandlungsbereit ist, möglicherweise auch hinsichtlich von Teilen des Donbasses. So, wie sieht das aus der US-Perspektive aus? Sie sehen auf den ersten Blick, dass es gerade bei den politischen Zielen relativ viele Überlappungen geht, also sowohl das Erhalten ukrainischer Souveränität und der Eigenständigkeit der Ukraine als Nation und Volk und eben auch der Stopp russischer Kampfhandlungen. Was hinzukommt aus US-amerikanischer Sicht, ist die langfristige Schwächung der russischen Fähigkeiten für die Kriegsführung, nicht nur in der Ukraine, sondern auch für mögliche andere Konflikte, also beispielsweise Georgien. Das wird eben auch militärisch erreicht durch eine Maximierung russischer Verluste und letzten Endes auch der Wiederherstellung der ukrainischen territorialen Integrität. Die USA hat hier relativ deutlich gemacht, dass sie im Zweifelsfall auch bereit ist, einen großen Sieg, also inklusive Teile des Donbass beispielsweise, zu unterstützen. Das hängt von der Ukraine selber ab. Grundlage sowohl der ukrainischen als auch der US-Perspektive ist, und diese Ansicht teile ich persönlich beispielsweise auch, dass Russland von selbst nicht verhandlungsbereit ist. Sie haben eben beispielsweise auch nach dem Scheitern der Einnahme Kiews sich nicht verhandlungsbereit gezeigt. Sie haben bis jetzt keine ernsthaften Verhandlungen angestrebt. Das heißt, dass Russland durch Druck zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden muss. Und das ist eben maßgeblich möglich, durch Waffenlieferung, also durch das lange Durchhalten der Ukraine im Kriegsverlauf in der Ukraine selbst und eben durch westliche Sanktionen. Kommen wir zu Deutschland. Interessanterweise habe ich mich beim Zusammenschreiben der deutschen Perspektive am schwersten getan. Es fiel mir am schwersten, das wirklich klar zu formulieren, was dann jetzt eigentlich das Ziel ist. Ich glaube, unstrittig ist, dass auch die deutsche Bundesregierung ein Erhalten ukrainischer Souveränität und die Eigenständigkeit der Ukraine als Nation und Volk anstrebt. Wenn es aber darüber hinaus kommt zu dem Stopp russischer Kampfhandlungen oder zu dem Stopp der Kampfhandlungen, dann sehen wir hier, dass der Fokus eher liegt auf einer Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine, die dann zum Stopp der Kampfhandlungen führt. Und das ist eben auch das, was Macron beispielsweise immer eine gesichtswahrende Lösung für Putin nennt. Und das ist auch etwas, was ich vor allen Dingen in der SPD-geführten Bundesregierung entdecke. Also eben kein Zwingen Russlands an den Verhandlungstisch, sondern das Hoffen darauf, dass Russland es von selber tun wird. Noch schwieriger ist eigentlich das Festlegen militärischer Ziele. Also klar ist, dass immer gesagt wird, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Es darf keine ukrainische Niederlage geben. Was heißt das aber überhaupt? Heißt es, dass wir erreichen, dass es jetzt ein Waffenstillstandsabkommen gibt und diese Grenze dann sozusagen eine neue Demarkationslinie wird? Heißt es eine Rückkehr zum Status vor dem 24. Februar oder sogar eine Rückkehr zum Status vor 2014? Das sind eben Sachen, die nicht ausdefiniert werden. Und das ist natürlich auch ein zentrales Problem, weil wenn Sie keine Zieldefinition haben, wissen Sie ja auch nicht, welche Instrumente Sie brauchen. Lassen Sie mich kurz einen Blick darauf werfen, was heißt das jetzt? Dann ist dort eigentlich kein Kompromiss möglich, weil Sie wollen entweder eine eigenständige Nation und die Ukraine als Volk oder Sie wollen es nicht. Auch militärisch drückt sich das dementsprechend aus. Und das heißt natürlich eben auch, dass wir uns auf einen andauernden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland einstellen müssen und auch zwischen dem politischen Westen und Russland.
Sprich auch, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Konflikt in den nächsten Jahren, möglicherweise in Jahrzehnten wirklich gelöst werden wird. Was natürlich nicht heißt, dass wir durchgehend militärische Handlungen haben. Also es kann natürlich durchaus sein, dass wir zu einem Waffenstillstandsabkommen kommen werden. Die Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen? Und die Frage ist auch, wie haltbar ist der? Und wenn wir uns die russischen Kriegsziele anschauen, ja, also das Nicht-Zulassen einer Ukraine als unabhängige Nation, dann ist es natürlich auch klar, dass selbst bei einem Waffenstillstandsabkommen Russland nicht zulassen wird, dass der Rest der Ukraine, also was immer da noch über ist, irgendeine Form von ja, souveräner Außenpolitik oder sogar Westintegration beschreiten wird können. Was sehen wir eigentlich, wenn wir uns Deutschland anschauen, auch im Vergleich zur Ukraine und zu den USA? Wir sehen natürlich eine etwas unklare Zieldefinition, auch eine abweichende Zieldefinition, vor allen Dingen was eben die Zurückhaltung beim Einsatz militärischer Mittel und der Formulierung militärischer Ziele angeht. Diese Zieldefinition wird dann häufig, also dem wird häufig ausgewichen, indem gesagt wird, ja, die Ukraine müsste diese Zieldefinition machen. Das stimmt natürlich. Das heißt natürlich nicht, dass Deutschland sich selber keine Gedanken darüber machen muss. Oder eben auch, die Ukraine darf nicht verlieren. Und ich sage das schon, es ist eigentlich unklar, was heißt das für die Bundesregierung? Und wenn wir uns, oder darauf aufbauend ist eigentlich auch das, was ich vorschlagen würde, also natürlich muss man sich Gedanken machen, was sind kurz-, mittel- und langfristig die Ziele in diesem Krieg. Denn sie brauchen diese Zieldefinition, um die Instrumente überhaupt zu definieren. Also wenn wir sagen, okay, mittelfristig beispielsweise ernsthafte Verhandlungen, langfristig das Ziel der ukrainischen territorialen Integrität, eventuell auch minus Krim, minus kleinen Teilen des Donbasses, was braucht die Ukraine dafür für Mittel, welche Waffen braucht sie, welche militärischen Güter brauchen wir, welche Sanktionen brauchen wir dazu, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen? Denn wir haben es bisher gesehen und ich gehe auch davon aus, dass es weiter der Fall sein wird, Russland bewegt sich nicht freiwillig. Und natürlich erst recht nicht, und das wäre der letzte Punkt, angesichts der Kommunikation, die vor allen Dingen auch beispielsweise von Scholz und Macron betrieben wird. Ja, also wenn immer dieses Bestehen auf der Verhandlungslösung und gleichzeitig vor allem durch Deutschland zurückhaltende Waffenlieferungen, Zurückhaltung bei Sanktionen. Wenn das die Botschaft ist, dann wird das in Moskau natürlich so verstanden, dass die Unterstützung für die Ukraine Grenzen hat, dass aufgrund der Kosten für Europa, für Deutschland, für Frankreich selber die Unterstützung eben auch zeitlich begrenzt ist, dass man vielleicht nicht bereit ist, durchzuhalten. Und dass es dann eben einfach darauf ankommt, möglichst lange durchzuhalten von Moskauer Seite, das sozusagen auszusitzen, weil der Widerstand Europas, die Unterstützung für die Ukraine durch Frankreich und Deutschland langfristig nachlassen oder sogar mittelfristig schon nachlassen wird. Und ich glaube, hier muss es eine deutliche Kommunikation geben, dass das nicht der Fall sein wird, weil sonst ermutigt man Moskau natürlich weiter, diesen Zermürbungskrieg zu führen. Daher, Sie sehen, mein Ausblick ist eher schwierig, auch ein wenig sicherlich traurig. Ich bin aber wirklich der Überzeugung, dass wir Moskau an den Verhandlungstisch zwingen müssen, weil sie es nicht von selber tun werden. Und das hätte natürlich auch eine deutliche Veränderung der bisherigen deutschen Politik gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber Russland zur Folge. Und damit würde ich schließen und zum Ende kommen. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, für diesen Impuls. Ich fand das auch nochmal sehr gut, dass du nochmal klar gegenübergestellt hast, wer hier Ziele verfolgt, was mögliche sozusagen auch Zeitkorridore sind, in denen wir uns bewegen, auch wie schwierig es ist sozusagen für Deutschland. Das ist, glaube ich, ja nicht nur eine deutsche Perspektive aus dem Ausland, klar auszumachen, was denn unsere Ziele, unsere Positionen sind innerhalb dieses, naja, Vierteljahres des Krieges und länger. Aber auf diese Punkte gehen wir sicherlich weiter ein. Ich habe auch schon eine ganze Reihe an Fragen und Kommentaren im Chat gesehen. Aber bevor es soweit ist, freue ich mich, Herrn Professor Oppermann, um seinen Kommentar zu bitten. Und ich bin gespannt, ja, welche Themenfelder oder Perspektive Sie uns noch bieten. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kulik. Und vor allen Dingen vielen Dank, Frau Pagung, für diesen, wie ich fand, hervorragenden Vortrag. Sozusagen politische, militärische Ziele und natürlich der Ausblick, wie sozusagen schwierig es ist, da sozusagen Überlappungen, Überschneidungen
zu finden. Das Thema deutsche Ziele und Unklarheit derselben hatten wir letzte Woche auch schon diskutiert, teile ich also auch Ihre Einschätzung. Und ich möchte eigentlich meine 5 Minuten Kommentar vielleicht dann dafür nutzen, mal den Blick zu wagen in die breitere Forschung der Frage, wie enden eigentlich Kriege, unabhängig jetzt von einem konkreten Angriffskrieg, russischen Angriffskrieg in der Ukraine, und was können wir daraus möglicherweise lernen, ja, sozusagen komplementär zu dem, was Frau Bargung gesagt hat. Und da gibt es auch mit Blick auf gerade Verhandlungen eben klare Überschneidungen, nämlich das zentrale Ergebnis eigentlich der Forschung zu der Frage ist, dass die allermeisten Kriege eben über Verhandlungen, durch Verhandlungen enden, nicht durch irgendeine Art bedingungslose Kapitulation einer der Kriegsparteien, sondern eben durch Verhandlungen. Wenn wir das also auch, so wie Sie das ja implizit zumindest auch gemacht haben, Frau Pagung, wenn wir also dann das auch annehmen für den aktuellen Krieg, dann würde die Forschung auf, denke ich, 3 Faktoren hindeuten, die eben entscheidend dafür sind, ob es zu solchen Verhandlungen kommt und ob solche Verhandlungen dann auch zum Abschluss gebracht werden können. Und ich habe einfach zur Vorbereitung mal überlegt, was bedeutet das wohl für den aktuellen Krieg? Ich gehe die 3 Punkte kurz durch. Also der erste Punkt wäre die Einschätzung der Kriegsparteien mit Blick auf das militärische Kräfteverhältnis on the ground, mit Blick auf Erfolgsaussichten, mit Blick auf die Entschlossenheit des Gegners. Also das heißt, Verhandlungen gibt es erst, wenn beide Kriegsparteien zur Auffassung gelangen, dass ihre Ziele, Frau Pagung hat die ja genannt, eben nicht militärisch erreicht werden können. Und solche Verhandlungen kommen nur dann zum Abschluss, wenn beide Parteien sozusagen ihre Forderungen, ihre politischen Forderungen an das Kräfteverhältnis sozusagen on the ground, das Militärische, anpassen. Und ich denke, da hat Frau Pagung genau erläutert, dass wir davon weit entfernt sind, weil im Moment eben nicht absehbar ist, dass Russland maßgeblich von dieser imperialen Idee, die Sie ja besprochen haben, Abstand nimmt. Und weil verständlicherweise und offensichtlich die Ukraine mit Blick auf den bisherigen Kriegsverlauf, mit Blick auf die westliche Unterstützung, wir haben darüber gesprochen, dass der deutsche Bundeskanzler gerade in der Ukraine ist, eben natürlich nicht bereit ist, Abstriche zu machen, maßgebliche Abstriche zu machen von der Integrität, territorialen Integrität des Landes. So spricht vieles eben dafür, dass beide Seiten im Moment in einer Position sind, wo man hofft, erwartet, denkt, dass sich sozusagen im Kriegsverlauf maßgebliche Verschiebungen zu eigenen Gunsten ergeben, sodass man dann, wie Frau Pagung erläutert hat, gestärkt in Verhandlungen gehen kann. Der zweite Punkt, der relevant ist, laut allgemeiner Forschung, ist die Einschätzung der politischen Führung in den beiden Kriegsparteien mit Blick auf die innenpolitischen Auswirkungen eines Verhandlungsschlusses. Ja, und für Putin würde die Forschung einerseits zeigen, dass autokratische Regierungschefs es in der Regel eben politisch, teilweise auch physisch, nicht überleben, wenn sozusagen ein Friedensschluss, eine Verhandlungslösung innenpolitisch als Niederlage wahrgenommen wird. Das heißt, der Einsatz für Putin ist natürlich wahnsinnig hoch und er macht im Moment ja auch keine Anstalten, sozusagen rhetorisch eine Verhandlungslösung vorzubereiten. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich Putin in so einem autokratischen Regime die Kontrolle des Regimes über die Medien, über den politischen Diskurs es auch wiederum ermöglichen sollten, dass man ziemlich viele Verhandlungslösungen innenpolitisch als Sieg verkaufen könnte, wenn man denn zu der Ansicht gelangt, dass so eine Friedenslösung eben anzustreben sei, wovon wir eben, wie gesagt, weit entfernt sind. Man darf aber auch nicht vergessen, denke ich, dass eben die Ukraine, Präsident Zelensky, eine Verhandlungslösung eben auch innenpolitisch durchsetzen können muss und Unterstützung dafür gewinnen können muss. Und auch das ist eben angesichts der bisherigen Opfer im Krieg, angesichts der sozusagen auch öffentlichen Mobilisierung natürlich gegen Russland, angesichts der Tatsache, dass die Ukraine Moral und Recht natürlich auf ihrer Seite haben, sozusagen sehr schwierig, da eine Verhandlungslösung innenpolitisch durchsetzen zu können, die halt maßgebliche Abstriche macht von den Zielen, die Frau Pagung uns erläutert hat. Also auch hier würde ich sagen, viel spricht dafür, dass eine Verhandlungslösung in weiter Ferne liegt. Und dann in aller Kürze, ganz kurz der dritte Punkt, und das wäre laut Forschung die Einschätzung der Kriegsparteien
ob eine glaubhafte, ob es glaubhafte Garantien gibt für die Durchsetzung einer etwaigen Verhandlungslösung. Hier würden dann also die anderen Akteure, die Frau Pagung ja auch diskutiert hat, sehr stark ins Spiel kommen. Also Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Frage der langfristigen oder des langfristigen politischen, militärischen Status der Ukraine, Stichwort NATO-Mitgliedschaft zum Beispiel. Ich glaube, hier gibt es einiges an Spielraum. Hier gibt es auch einiges in der Diskussion, wo ich da Möglichkeiten sehen würde. Aber so weit sind wir eben lange noch nicht. Ja, und das ist eben aus meiner Sicht, aus meiner Lesart der breiteren Forschung zu, wie enden wir Kriege, eben das Fazit, genau wie bei Frau Pagung, dass diese Forschung ein sehr pessimistisches Bild zeichnet. Das Ende des Krieges wird es nur durch Verhandlungen geben, aber diese Verhandlungen liegen halt leider, muss man sagen, in weiter Ferne. Ja, vielen Dank, Herr Obermann. Im Grunde auch nochmal für die Forschungsuntermauerung dessen, was wir hier politisch, militärisch, strategisch diskutieren. Auch da ist ja im Grunde Ihr Plädoyer ähnlich aktuell, zumindest pessimistisch, wie das von Frau Pagung. Aber ich habe zwei Fragen, die im Grunde auch an beide gehen, bevor wir dann die Meldungen und auch die Wortbeiträge und die Fragen im Chat nacheinander durchgehen. Liebe Sarah, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber bei deinen Folien habe ich keine EU-Perspektive gesehen. Frage 1. Haben wir einfach keine gemeinsame EU-Linie gegenüber der Ukraine? Das wäre auch noch eine Frage an Herrn Oppermann. Und eine zweite Frage, ich glaube, die in Deutschland, vielleicht sogar in Ostdeutschland, vielleicht sogar in Sachsen, ich glaube, sehr aufgeregt diskutiert wird, ist der Westen und damit meine ich auch die Ukraine sozusagen als Konfliktpartei, überhaupt in der Lage, Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen? Frage 1, Sarah, bitte mit der EU-Perspektive. Welche Frage meinst du jetzt? Die zuerst? Erste, mit der EU-Perspektive. Ja, also die EU hat erstens gefehlt, weil ich gerne mich auf 15 Minuten beschränken wollte und dann ein bisschen eine Auswahl machen wollte von den Akteuren. Sie wäre aber sicherlich auch darüber hinaus nicht enthalten gewesen, genau wegen dem, was du sagst. Wir sehen eine deutliche Trennlinie innerhalb der EU, vor allen Dingen zwischen den großen westlichen Mitgliedsländern. Und ich würde da jetzt einfach mal zum Beispiel Deutschland dazu zählen, also vor allen Dingen Deutschland, Frankreich und in Polen, den Baltikum und auch einigen der anderen mittelosteuropäischen Staaten. Es gibt immer Sonderfälle, wie beispielsweise Ungarn. Und wir sehen eine sehr unterschiedliche Bewertung. Während das Baltikum und auch Polen eher der Bewertung zuneigt, die auch die USA haben, eben zum Teil auch die Ukraine, sehen wir das auf französischer und deutscher Seite eben anders. Ungarn hat dann nochmal eine ganz eigene Perspektive, weil es natürlich auch seine EU-internen Interessen hat. Und deswegen ist es eigentlich gerade nicht möglich, eine EU-Position auszumachen, was ich sehr bedauerlich finde, gerade wenn wir in die ersten Kriegstage zurückschauen, wo ja dann doch relativ beherzt und für mich auch überraschend Sanktionen ergriffen wurde, wo wir eine große Einigkeit auch in der EU hatten, diesen Angriffskrieg durch Russland zu verurteilen, ist wie so oft in der EU diese Einigkeit wieder zerbröckelt. Und in der aktuellen Position, die Kanzler Scholz annimmt und eben auch die Bundesregierung, sehe ich eben auch eine große verpasste Chance, hier Einigkeit herzustellen, auch Deutschlands voranzugeben, auch die EU-Kohäsion voranzutreiben. Das bedauere ich sehr. Und soll ich auch kurz was zur zweiten Sache fragen oder wolltest du das Herrn Oppermann? Machen wir erstmal die EU-Frage und dann, glaube ich, gehen wir nochmal zurück zu Russland und zum Militär. Dieselbe Frage nochmal an Sie, Herr Oppermann. Vielleicht nehme ich auch gleich den Kommentar von Herrn Klein, nämlich EU-Perspektive, und Herr Klein meinte auch zum Schluss, ja, von was reden wir denn hier eigentlich? Kommission, Parlament, hoher Vertreter etc. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Stück weit eine kleine Einordnung geboten. Ja, ich glaube, von wem wir reden, hängt auch davon ab, über welches Politikfeld wir jetzt reden. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir die Sanktionspolitik anschauen, da würde ich ja eher sozusagen sagen, Glas ist halb voll. Also die überraschende Einigkeit eigentlich der EU mit Blick auf bei allen Streits, die es natürlich gibt, wenn wir 27 Mitgliedstaaten haben und allen Kompromisslösungen. Aber man hat diverse Sanktionspakete beschlossen und da ist die Europäische Kommission ganz wichtig. Sollte es jetzt aber die Frage zielen, mehr in Richtung militärische, verteidigungspolitische Dinge, dann wäre wiederum die Erwartung von Einigkeit in der EU vermutlich fehl am Platze,
ist rein intergouvernemental organisiert. Das heißt, da geht es halt nicht um die Kommission, da geht es um die Mitgliedstaaten. Und mit, außerdem muss man ja auch sagen, wenn wir über Verteidigung sprechen, sprechen wir natürlich in allererster Linie von der NATO, die ja dann im Prinzip, wenn sie sich diese Trennlinie, die Frau Pagung beschrieben hat, die zieht sich ja auch durch die NATO-Mitglieder natürlich, weil wir von den gleichen Staaten sprechen. Ne? Also es wäre, glaube ich, jetzt, oder nicht den gleichen, aber in dem Falle eben eine Überlappung haben. Also von daher wäre es jetzt, ja, es ist teilweise so, dann wird von der EU was erwartet, wofür sie gar nicht da ist. Und dann werden sozusagen normale politische Kompromisse, die es halt eben gibt, als Kompromisse halt kritisiert und gering geschätzt. Also ich finde, mit Blick auf die Sanktionen, finde ich das überraschend erfolgreich sozusagen, was die EU da macht. Mit Blick auf Verteidigung würde ich auf NATO gucken, nicht auf die EU. Aber Mann, ich würde gleich bei Ihnen bleiben und dann den Ball nochmal zurück zu Frau Pagung spielen, weil Sie im Grunde die Forschung oder den Forschungsstand zitiert haben, wann Konfliktparteien im Grunde Verhandlungen eingehen. Und ein ganz wichtiger Punkt war ja am Anfang die Einsicht, was Sie gesagt haben, dass sozusagen Lösungen militärisch nicht mehr zu erreichen sind, idealerweise bei beiden Seiten oder bei allen Seiten. Ich formuliere die Frage nochmal so. Ist es realistisch, dass wir Russland militärisch an den Verhandlungstisch zwingen können, auch wenn wir das sozusagen politisch-strategisch derzeit so geboten sehen, oder machen wir uns da vielleicht sogar selber was vor, Herr Oppermann? Ja, ich finde die Frage sehr gut so formuliert, weil ich ja auch mit Blick auf das, was Frau Pagung und was ich erläutert habe, ja immer sozusagen den Ausgangspunkt genommen habe, die Ziele, die Wahrnehmungen der Kriegsparteien. Und ich glaube, die können wir von außen natürlich sozusagen beeinflussen. Ja, also wir können die Kosten, wie Frau Pagung das gesagt hat, versuchen hochzutreiben für Russland. Die Sanktionen sind ja genau dafür da. Aber da muss ich ein bisschen sozusagen auch wieder sozusagen skeptisch die Position hier aus der Forschung hier präsentieren, dass eigentlich die Forschung zeigt, dass Sanktionen zumindest kurz- bis mittelfristig sehr, sehr, sehr selten erfolgreich sind, gerade mit Blick auf autoritäre Staaten, so wie Russland und wo diese Sanktionen natürlich auch in der Regel angewendet werden, weil diese Regime halt in der Regel, und das gilt für Russland, glaube ich, ganz besonders, viele politische Ressourcen haben, um sich von sozusagen den Kosten dieser Sanktionen als Regime zu isolieren, ja, sodass gar nicht das Regime selber, also die Stabilität des Regimes selber direkt betroffen ist. Und darum sollte es ja eigentlich bei Sanktionen gehen. Es sollte ja nicht darum gehen, sozusagen die Russinnen und Russen auf der Straße sozusagen zu beschädigen oder deren Interessen zu beeinträchtigen, die zu bestrafen, sondern darüber soll ja eigentlich das Regime getroffen werden. Aber dieser letzte Link ist bei autoritären Staaten eben nur sehr schwierig. Das heißt, es käme darauf an, dass aus dem Regime heraus Opposition kommt, um eben möglicherweise einen Regimewechsel zu erreichen. Aber den Einfluss, den Sanktionen darauf haben, halte ich für kurz- bis mittelfristig für sehr gering. Von daher Ihre Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, man kann das eben beeinflussen durch die Militärhilfe für die Ukraine, durch die Sanktionen. Ja, die Kosten hochtreiben. Aber davon zu erwarten, dass das mittelfristig, kurzfristig jemanden an den Verhandlungstisch zwingt, das würde ich, ist zu einfach die Rechnung. Ja, es wird eine Stellschraube sein bei der Kalkulation des Regimes, aber eben nur eine. Ja, Sarah, die Frage direkt an dich. Stimmst du überein oder ja, wie lange müssen wir uns auf die Zwangsoperation sozusagen einstellen? Auf lange Zeit. Also ich würde mit Herrn Oppermann zustimmen, was er an den Sanktionen sagt. Also wir sehen eben auch, und ich denke, das trifft vor allen Dingen auch auf Russland zu, dass Sanktionen vor allem kurzfristig Unterstützungsgruppen, auf die ja auch ein autoritäres Regime angewiesen ist, es regiert ja nicht im luftleeren Raum, häufig sogar mehr an das Regime schweißt, weil es natürlich, wenn wirtschaftliche Unsicherheit erhöht wird, die zentrale Stabilitäts-, auch Distributionsinstitution ist und erst langfristig Folgen erreicht. Deswegen würde ich eben auch sagen, dass Sanktionen langfristig wichtig sind und eben genau diese Kosten zu erhöhen, also einfach dahin zu führen, dass die finanziellen Ressourcen, die Russland hat, um dauerhaft einen groß angelegten Krieg zu führen. Und wir müssen uns eben auch klar sein, dass das, was Russland gerade in der Ukraine aufbietet, natürlich enorm teuer ist. Und kurzfristig dann eben die Waffenlieferung, weil das ist genau das, was ja auch kurzfristig die Kosten sehr stark in die Höhe treibt, weil es eben für Russland teurer wird, diesen Krieg zu führen und dann möglicherweise auch dazu führen kann, dass sich eben die russische Kalkulation zur Aussicht
der Kriegsführung ändert und eben doch Verhandlungen ja, zustande lässt. Ich würde aber auch immer sagen, bei diesen Verhandlungen geht es zunächst einmal nicht darum, also Verhandlungen zu führen für eine grundsätzliche Lösung dieses Konfliktes, weil das wird aufgrund der sehr konträren Vorstellungen zu den Kriegszielen zwischen der Ukraine und Russland aus meiner Sicht mittelfristig nicht möglich sein. Langfristig ja, aber ob dieses langfristig 10 oder 20 oder 30 Jahre sind, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Mein Gefühl sagt mir eher am hinteren Ende. Aber auch ein Waffenstillstand wäre natürlich erstmal was on the ground Menschenleben rettet, aber wir sollten eben nicht damit rechnen, dass das dann wirklich stabil ist. Richtig, ne? Wenn wir im Grunde wenn wir uns Minsk zum Vorbild nehmen, eins oder zwei, und da mal anschauen, wie oder an welche Verhandlungen oder an Abmachungen sich gehalten wurde, dann, und das sind jetzt auch schon wieder 8 Jahre, dann ist das, glaube ich, eher ernüchternd. Aber ich will gar nicht sozusagen von mir aus spekulieren, denn ich will jetzt gerne die Fragen und auch Kommentare im Chat dran nehmen. Und da habe ich zunächst Herrn Tim Lange, der sich als allererster gemeldet hat. Herr Lange, wollen Sie Fragen stellen? Dann gebe ich Ihnen jetzt die Sprecherlaubnis. Ansonsten gerne im Chat. Ich habe das hier mal freigeschalten. Ja, Herr Lange, Sie dürfen, ich glaube, Ihr Mikro ist noch aus, wie ich hier sehe. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also ich höre Sie nicht. Herr Lange schrieb gerade gerne im Chat. Gut, wunderbar. Herr Lange, besten Dank für diese Antwort. Dann gehen wir im Grunde, ich habe Sie auch schon beteiligt, dann gehen wir einfach die Fragen mal von oben in die Kommentare durch. Ich versuche das mal dem Sinn, weil einige auch sehr lang sind, zusammenzufassen. Vielleicht beginnen wir mal mit Herrn Klein. Herr Klein hat sich auch öfters geäußert und hat sozusagen nochmal den großen Sack von vorne aufgebunden, nämlich mit den Zielen und ist da nochmal mit dem Fokus auf USA gegangen. Vielleicht nochmal dahingehend, Sarah, ist es nicht so oder eine Lesart, dass wir im Grunde eigentlich nur eine Großauseinandersetzung zwischen den USA und Russland haben und die EU im Grunde dieselben deckungsgleichen Ziele wie Washington hat? Oder haben wir auch im Grunde da eigene Ziele? Wie ist sozusagen, also sind wir deckungsgleich mit amerikanischen langfristigen Zielen? Sarah? Also ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen, weil wir eben alleine schon dann nicht von der EU-Perspektive sprechen können, sondern es da ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. Aber grundsätzlich das Langfristinteresse an einer souveränen Ukraine, an einer Eindämmung Russlands ist das gleiche. Ich würde allerdings, und das vielleicht als Kommentar zu dem, was da so ein bisschen durchscheint. Also ich habe so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt, ist immer so, ja, ist die EU ein eigener Akteur? Spielt sie überhaupt eine Rolle? Und da würde ich sagen, ja, ganz klar. Also nicht nur hinsichtlich beispielsweise der Sanktionspolitik, sondern auch der Ursache dieses Konflikts. Also wenn wir uns anschauen, wann dieser Konflikt ursprünglich ausbrach, 2013, 2014, war das nach dem Fastabschluss des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine, weil natürlich die EU-Politik mit ihrem Einfluss auf die Länder, die sich entweder assoziieren oder sogar eine Beitrittsperspektive haben, einen wahnsinnigen Einfluss auf diese Länder haben und eben gerade die Einflusskanäle, die Russland auf diese Länder hat, ja, also Korruption, Verflechtung, diese ja unterbindet. Also nicht umsonst ist es der Ukraine jetzt gerade auch so wichtig, eine EU-Perspektive zu haben. Das sind natürlich nicht so, ja, so catchy Kategorien, wie man kann Panzer zählen und ja, und wer hat irgendwie mehr Atomraketen, aber das sind sehr, sehr wirkmächtige Prozesse, die da häufig unterhalb der auch manchmal öffentlichen Wahrnehmung laufen, die EU wirklich zu einem wichtigen Akteur macht. Nochmal, umso bedauernswerter ist es, dass die EU sich häufig eben eher auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann, da wäre alleine von ihrer Wirkmächtigkeit, von ihrem Potenzial deutlich, deutlich mehr drin. Besten Dank. Ich würde den zweiten Teil des Kommentars von Herrn Klein gern an Herrn Oppermann spielen. Ich würde das mal sozusagen so sinngemäß zusammenfassen. Zitat, am Ende hat Russland seine Ziele erreicht, die man ihm auch ohne Krieg hätte zugestehen können. Krim, Donbass, keine NATO-Mitgliedschaft etc. Ein schmutziges Spiel. Man könnte die These ja auch umdrehen, wäre die Ukraine NATO gewesen, wäre es nicht so weit gekommen. Aber Oppermann, ist das sozusagen eine Ansicht, die ja realistisch oder statthaft ist, dass man im Grunde Russland einfach konzilianter gegenüber hätte sein sollen oder hätte man die Büchse der Pandora dann erst recht geöffnet?
Also ich stimme dem überhaupt nicht zu. Ja, also die Frage ist zunächst mal auch, wer ist Mann? Ja, wir reden ja, als ob wir sozusagen Zugeständnisse machen würden, aber die Zugeständnisse sind letztlich die Zugeständnisse der Ukraine und der Menschen, die in der Ukraine leben. Und auch mit Blick auf die Einschätzung teile ich das nicht. Im Moment würde ich eher so sehen, dass dass Russland eben alle möglichen Ziele erreicht, die die NATO hätte, aber nicht Russland. Ja, wenn sie eben Beitrittsanträge zum Beispiel anschauen von Schweden und Finnland, eine Einigkeit in der NATO, wie wir sie schon lange nicht gesehen haben. Und natürlich hat die USA da ein massives Interesse dran, wie die europäischen Staaten auch, langfristig eben, wie man immer so schön sagt, die Stabilität der liberalen internationalen Ordnung zu sicherzustellen. Ja? Und da gibt es unterschiedliche Akzente, was unter anderem daran liegt, dass natürlich zum Beispiel Deutschland wirtschaftlich viel enger verflochten ist mit Russland, als die USA das sind. Von daher ist es vielleicht von der anderen Seite des Atlantiks da einfacher, eine harte Linie zu vertreten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das Grundinteresse langfristig ist eigentlich das Gleiche. Und von daher teile ich diese Einschätzung so nicht, dass man irgendwie von vornherein Konzessionen an jemanden macht, der Völkerrecht bricht und der hier ganz offensichtlich der Aggressor ist. Und außerdem wären das eben Zugeständnisse auf dem Rücken der Ukrainerinnen und Ukrainer. Vielleicht da nochmal den halben Ball an Frau Pagung. Sarah, du hattest in deiner ersten Folie sozusagen nochmal diesen Punkt imperiale Ideologie, sammeln russische Erde genannt. Wenn man im Grunde das als Handlungsgrundlage Moskaus aktuell sieht, dann hieße das ja im Grunde, dass wir gar nicht anders können, als mit Härte zu begegnen. Denn wenn wir sozusagen Eingeständnisse machen, Zugeständnisse machen, die Krim gehört euch, der Donbass gehört euch, aktuell sind es ja, glaube ich, etwa 20% des ukrainischen Territoriums, dann würde ja oder könnte ja eine Schlussfolgerung aus Moskau sein, okay, die Europäer geben nach, sie geben nach, wir gehen weiter. Ist das eine Lesart, mit der wir im Grunde jetzt langfristig oder mittelfristig auch ja, umgehen müssen? Ja, also dem würde ich zustimmen. Was nicht zwingend im ersten Schritt heißt, dass Russland beispielsweise die gesamte Ukraine besetzen würde, aber es wäre eben, indem die militärischen Erfolge so groß sind, ein Weg, den Rest der Ukraine zu eben Zugeständnissen zu bewegen, auch sich wieder unter den Einfluss Moskaus zu bewegen. Es stellt sich dann natürlich auch die Frage, gerade bei diesem Sammeln russischer Erde, also ja, was ist eigentlich mit dem Baltikum gehört, also es gehört ja auch mal dazu. Das sind natürlich auch, ja, in Teilen Polens stellt man sich diese Frage, das sind natürlich ernsthafte Fragen, auch die für diese Staaten ganz existenziell sind. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Artikel 5 der NATO der beste Schutz nicht nur für uns ist, sondern auch für diese Länder und dass das halten wird. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich aber, dass wir eben nicht davon ausgehen können, dass Russland sich zufrieden gibt, ja, mit einem kleinen Stückchen der Ukraine, weil eben wirklich dieses Ziel ist, die Verhinderung der Ukraine als Nation. Und da müssen wir eben auch sagen, dass natürlich auch das Baltikum beispielsweise mal zum Russischen Reich dazu gehört hat, aber die Bedeutung der Ukrainer und Ukrainerinnen als Volk oder auch der Belarusinnen für russisches Großmachtverständnis, für russisches Selbstverständnis, für die russische Identität eine ganz andere Rolle spielt als jetzt beispielsweise die Balten. Und das ist eben auch der Grund, warum der Druck da so hoch ist. Heißt natürlich aber auch, durch diesen Druck, durch den Krieg, den Russland jetzt führt, kommt es natürlich eigentlich dahin, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen sich dieser Großmacht in absehbarer Zeit nicht mehr freiwillig werden unterordnen. Also man hat natürlich der ukrainischen Nationenbildung auch einen enormen Vorschub geleistet, nicht schon 2014, sondern auch jetzt. Jetzt scheint das Licht hier so komisch. Ich drehe mich mal ein bisschen so. Herr Oppermann, war das eine Meldung? Ja, ganz kurz dazu. Unterstütze ich alles. Aber das finde ich unterstreicht nochmal, dass es hier aus meiner Sicht weniger um russische Sicherheitsinteressen geht, sondern genau um diese eher kulturellen Dinge, die Frau Pagung beschrieben hat. Ja, diese imperiale, diese Großmachtidee, Russland als Großmacht, dieser Status, den man gerne hätte und diese besondere Bedeutung, die eben die Ukraine und Weißrussland dafür hat. Ja, von daher glaube ich, man fällt auf den russischen Narrativ rein, wenn man sagt, naja, das sind vielleicht legitime Sicherheitsinteressen. Das würde ich so sehr, sehr stark bestreiten aus den Gründen, die Frau Pagung gerade gesagt hat. Ich glaube, Herr Goldstein hat dazu im Grunde auch nochmal einen passenden Beitrag für diesen Diskussionsstrang gebracht. Nämlich, er hat geschrieben, jedes Zugeständnis an Russland ist das Eingeständnis, dass eine gewaltsame Annexion weltweit möglich ist. Ja, im Grunde, und das ist ja im Grunde richtig, weil Peking und andere Staaten schauen ja auch, wie sich der Westen hier verhält, wie weiter geht, wie weiter einknickt, etc. pp. Aber ich würde nochmal auf eine sozusagen fast schon Phrase eingehen, die wir ja immer wieder hören, oder ich will es gar nicht so
so despektierlich sagen, aber man könnte es fast so bezeichnen, nämlich mit der sogenannten gesichtswahrenden Lösung. Ist es überhaupt noch möglich? Frage zunächst an Herrn Oppermann, weil Sie sozusagen aus der Friedensforschung da nochmal den Schwerpunkt haben. Ist es überhaupt möglich, das als, ja, als Indikator, als Kriterium zur Grundlage zu nehmen? Dann wäre die Frage, wessen Gesicht, das Putins oder das einer Nation? Oder ist der Zug eigentlich schon abgefahren, dass die Gesichter eigentlich im Zuge des Krieges komplett verloren sind und wir hier wirklich nur noch, ja, Konflikteindämmung betreiben können? Herr Oppermann. Ja, schwierige Frage. Zunächst stimme ich absolut zu, dass natürlich wirklich diese Effekte jetzt der Reaktion auf den Krieg und wie das ausgeht, ganz klare Rückwirkungen haben wird auf internationale Politik in der Zukunft und auf russisches Verhalten auch in der Zukunft. Haben wir ja gesehen, dass sozusagen Erfolge bei solchen aggressiven Aggressionen Russland und Putin eher ermutigen. Mit dieser gesichtswahrenden Lösung, da würde ich wieder ein bisschen, also zunächst mal würde ich schon sagen, grundsätzlich stimmt das Argument ja, dass Verhandlungen eben nur dann erfolgreich sein können, wie ich vorhin argumentiert habe, dass sozusagen beide Seiten zumindest innenpolitisch ihr Überleben irgendwie sichern können. Und das könnte man ja eben als Indikator oder als Operationalisierung von gesichtswahrend sehen. Von daher sind jetzt sozusagen so Forderungen, auch Frau Pagung hat es ja zitiert, mit Strafgerichtshof und Tribunal, so verständlich das natürlich alles ist, aber natürlich jetzt nicht hilfreich, wenn es darum geht, möglicherweise Putin zu einer Verhandlungslösung zu bewegen, würde ich argumentieren. Aber was gesichtswahrend ist, definiert letztendlich ja auch wieder Putin oder das Regime. Und da, glaube ich, gibt es gewisse Spielräume, die man in einer Demokratie möglicherweise nicht hätte, sodass ich auch da wieder sagen würde, es kommt sehr viel auch auf das Kalkül des Regimes an, ob man jetzt eine Kriegslösung als gesichtswahrend sieht, weil eine völlige Kapitulation, eine völlige Niederlage sozusagen auf dem Schlachtfeld wird es ja vermutlich nicht geben. Selbe Frage an dich, Sarah, mit einer kleinen Mini-Frage. Wie nimmst du das wahr? Hat Putin schon ein bisschen sein Gesicht verloren, weil Kiew noch nicht gefallen ist? Oder ist der Medien- und Propagandaapparat so umfassend, auch gleichzeitig isolierend von anderer Berichterstattung, dass das nicht so sehr ins Gewicht fällt? Wie nimmst du das wahr? Also ich glaube, da stecken ganz viele Sachen drin. Also erstmal zu dem, was überhaupt innenpolitisch funktioniert. Ich würde dem zustimmen, was Herr Oppermann früher sagte, mit dem Maß an Repression, aber auch an der Macht über den Medien- und Propagandaapparat, ist Putin relativ gut in der Lage, relativ eigentlich fast alles als Sieg am Ende zu verkaufen. Also wirklich, außer die würden auch noch die Krim und ja und die Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk verlieren. Ich glaube, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der ausschlaggebende Punkt ist die Ansicht der russischen Eliten, weil es die sind, auf deren Unterstützung Putin angewiesen ist. Und die haben natürlich im Zweifelsfall auch einen wenig anderen Informationsstand. Aber nochmal auch zurückgehend auf das, was wir vorher schon sagten, ja, dass dieser Druck erstmal das Regime mehr zusammenschweißt. Wir sehen das eben auch an Mitgliedern der russischen Eliten. Es ist entweder mach mit oder verlasse das Land, also einfach auch nur aussteigen, aber in Russland bleiben ist eigentlich überhaupt nicht mehr möglich. Also wir haben hier eher ein Zusammenschweißen. Die für mich viel relevantere Frage ist aber, was heißt das denn jetzt, eine gesichtswahrende Lösung? Also gesichtswahrende Lösung heißt dann irgendeiner Form einen Kompromiss. Relativ plakativ gesprochen, wir ziehen jetzt irgendwo durch die Ukraine eine Linie und sagen, rechts ist Russland, links ist die Ukraine. Das ist natürlich einmal, und das fällt mir im deutschen Diskurs über Osteuropa, gerade über die Ukraine, immer wieder raus, ja, dieses koloniale Verständnis von, wir können jetzt sagen, was die Ukraine abgeben möchte oder abgeben muss. Das ist auch, ja, das durchdringt das bei allem. Und das ist wirklich, also gerade, ja, wenn wir uns als europäische Wertegemeinschaft feststellen und gerade auch als Deutschland sagen, wir wollen eine andere Außenpolitik, dann geht das überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube, da müssen wir einfach im deutschen Diskurs auch lernen, nicht ständig so über die Osteuropäer und Europäerinnen so hin und her zu verfügen, nach dem Motto, ja, ob du jetzt zu Russland gehörst oder zu Ukraine, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und das mal jetzt wirklich, also ja, Sie merken, das ist was mir auch wirklich, wirklich wichtig ist. Und dann ist ja zurück die Frage, selbst wenn man das tun würde, befriedigt es die russischen Kriegsziele. Und wenn wir dann diesen Kompromiss finden mit einer Rest-Rumpf-Ukraine, wie immer sie das nennen wollen, die aber eben unabhängig und souverän ist, dann hat Putin sein Kriegsziel nicht erreicht. Das heißt, das ist im Grunde genommen nichts, was für ihn kompromissfähig ist. Auch, denke ich, wenn wir uns
die Überzeugung anschauen, ja, mit dieser imperialen Idee. Und das ist etwas, was wir ja nicht nur bei Putin persönlich finden, sondern wirklich in der Breite der russischen Eliten, in der Breite der russischen Bevölkerung. Deswegen halte ich diese Idee einer gesichtswahrenden Lösung, also nicht nur für moralisch und ethisch mehr als schwierig, sondern am Ende ehrlich gesagt auch nicht für politisch tragfähig. Im Grunde könnte man es ja zuspitzen, wenn ich deinen Gedankengang richtig verstanden habe. Wir würden erstens unsere Werte verraten und strategisch wäre es im Grunde auch eine Niederlage, weil wir im Grunde nur Moskau weiter ermuntern würden. Wird den Debattenstrang mal weitergehen und einfach die verschiedenen Fragen, die im Chat sind, so auch so ein bisschen verknüpfen. Und Herr Lange hat eine weitere gestellt, die im Grunde auch tagesaktuell im Grunde prima passt. Nämlich könnte man Artikel 42 Absatz 7 EUV, also gemeinsame Sicherheitsverteidigungspolitik, auf den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine erweitern. Ich sehe das auch eher wie das Nicken von Frau Pagner, aber egal. Und wäre dies im europäischen und deutschen Interesse? Herr Oppermann zunächst bitte. Ja, kann man nicht das sozusagen auf Beitrittskandidat ausweiten. Ne? Dann fragen Sie mal als Nächsten die Türkei, die schon seit 1995 Beitrittskandidat sind. Also das geht nicht. Mal abgesehen davon, Artikel 42, ja, gibt es jetzt. Aber natürlich der viel wichtige Artikel ist der von Frau Pargung angesprochene Artikel 5 der NATO, weil eben die Solidarität der EU-Staaten, ja, wie wir schon gesagt haben, militärische Verteidigung wird halt primär über die NATO organisiert. Ja? Und da ist halt der Artikel 5 viel wichtiger. Und zu diesem Beitrittsprozess möchte ich auch noch sagen, das ist natürlich jetzt mehr oder weniger, was wir heute auch von Scholz in der Ukraine, in Kiew gehört haben, ist natürlich politische Symbolpolitik. Ja? Beitrittskandidat bedeutet noch lange nicht Beitritt. Ja, weil da gibt es dann eben die Kopenhagener Kriterien von 1993, und da kann das dann Jahre dauern. Ne? Wie gesagt, fragen Sie die Türkei. Und da würden dann auch, wenn hoffentlich der Krieg mal vorbei ist, dann kommt auch wieder sozusagen die normale Politik zurück und die normalen Kriterien, ja, die es mit Blick auf die Ukraine, die dann auch bestimmt angelegt werden, mit Blick auf Korruption, mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und mit Blick auch auf wirtschaftliche Faktoren. Ja? Also davor, von daher, ich finde richtig, dieses politische Symbol, Beitrittskandidat, aber da sozusagen der Beitritt kann ja noch Jahre, Jahrzehnte in der Ferne liegen. Außerdem ist es auch überhaupt keine Zwangsläufigkeit, dass es in einem Beitritt mündet. Vielen Dank auch nochmal an die Klarstellung und auch da im Grunde Einordnung, dass wir es hier nicht mit einem Schnellschuss zu tun haben. Ich würde die nächste Frage von Frau Petra Volkmar gerne an dich geben, Sarah. Sollte man nicht ebenfalls, wie gesagt, anderes Thema wieder, sollte man nicht ebenfalls in Betracht ziehen, dass der Krieg zum Beispiel durch den Einsatz taktischer Atomwaffen Russland bei der Verfolgung seiner militärischen Ziele deutlich und weitgehend unumkehrbar voranbringt? Bin ich ganz sicher, ob ich die verstanden habe. Sarah, kannst du mit der Frage was anfangen? Also ich muss schauen, ob ich Sie richtig verstehe, aber grundsätzlich zum Einsatz von Nuklearwaffen in der Ukraine. Ich würde grundsätzlich dem zustimmen zu sagen, wenn Russland massiv in der Ostukraine beispielsweise verlieren würde, auch den Donbass, vielleicht auch die Krim bedroht, sieht das die Gefahr eines Atomschlages erhöht. Ich würde ihn aber auch dann noch sehr minimal sehen. Auch, und ich glaube, das übersehen wir immer ein bisschen in der Debatte, wenn Nuklearmächte Kriege führen, setzen sie eigentlich nie ihre Atomwaffen ein. Gibt eine einzige Ausnahme. Also ja, wir haben sowohl die USA, die Sowjetunion, Russland in sehr vielen Kriegen gesehen, sie haben es nie eingesetzt. Und wir sehen eigentlich auch jetzt in Russland, zumindest auch was neben, was wir ja so öffentlich an Informationen bekommen, nicht, dass sie sich irgendwie dafür vorbereiten würden. Das, was Putin gesagt hat, war eher eben eine Abschreckungsmaßnahme, eine Drohgebärde gegenüber dem Westen. Das ist das eine. Die andere Frage ist, was bringt es Russland, taktische Nuklearwaffen einzusetzen? Also taktische Nuklearwaffen machen militärstrategisch Sinn, wenn sie beispielsweise größere Verbände mit einmal zerstören wollen. Das weist die Ukraine in ihrer Kriegsführung aber so aktuell gar nicht auf, weil sie sich vor allen Dingen auf das Verteidigen einsetzen, beispielsweise größere Panzerverbände oder sowas gar nicht einsetzt. Das heißt, es macht eigentlich für Russland überhaupt gar keinen Sinn, mit taktischen Nuklearwaffen zu schießen. Die Frage wäre eher nach strategischem Einsatz. Das wäre dann die Frage, okay, ist es eher ein strategisch-symbolischer Einsatz und man beschießt größere Städte? Das
Sehe ich aber aktuell auch nicht. Russland, nicht nur, dass es militärisch gerade jetzt wieder besser läuft, dass man das für das Langziel der Destabilisierung der Ukraine, der Verhinderung einer ja, stabilen, souveränen Ukraine gar nicht braucht. Und es natürlich auch so ist, dass das auch international und diplomatisch wahrscheinlich enorme Folgen hätte, denn auch Länder wie China oder Indien haben wenig Interesse daran, dass es Nuklearmächte gibt, die diese auch wirklich einsetzen in solchen Kriegen. Also ich sehe, ich bin überzeugt, dass dieses ganze Thema der Nuklearwaffen, des Nuklearkrieges deutlich überbewertet wird und dass es von Russland auch deutlich gepusht wird, um eben den Westen von Unterstützungsleistungen für die Ukraine abzuhalten. Und wir müssen sagen, dass funktioniert ja offensichtlich auch sehr gut, weil wenn wir uns die Argumentation auch von Kanzler Scholz anschauen, dann ist das immer wieder eines der Argumente, die vorgebracht wird. Und letzter kurzer Kommentar dazu. Ich halte das für fatal, denn das, was wir sehen, was Russland macht, ist, dass es seine politischen Ambitionen, die es in der Ukraine hat, nuklear absichert, indem es einfach die Abschreckungsfunktion nicht nur auf das Territorium Russlands anwendet, sondern eben auch auf seine Politik in der Ukraine. Und wenn das Schule macht, heißt es ja am Ende, dass jeder Nuklearstaat einfach immer jede aggressive Außenpolitik, die er hat, nuklear absichern kann. Und alle anderen sagen dann so, okay, da kann man jetzt leider nicht so viel machen, weil es gibt einen potenziellen Nuklearkrieg. Wenn das Schule macht, nicht nur bei Russland, auch bei anderen Nuklearmächten, setzen wir uns außenpolitisch schachmatt. Also wir sehen, auch hier gilt es, Präzedenzfälle zu vermeiden, die im Grunde noch weiter die internationale Ordnung und im Grunde auch die Handlungsfähigkeit der Staaten unterminiert. Ich würde gerne die Meldung dran nehmen von Herbert Klein. Herr Klein, bitte, Sie dürfen. Ich hoffe, wir hören Sie. Ja, bin ich zu hören? Bitte, ja, wir hören Sie. Ja, das war eher mehr Zufall, aber wenn ich jetzt schon dran bin, will ich die Gelegenheit nutzen. Also ich lese im Moment das Buch von Klaus von Donani, Nationale Interessen. Und das hat mich natürlich in bestimmter Weise beeinflusst, auch was meine Kommentare anbelangt. Die ganze Sache ist ziemlich verfahren. Zunächst mal hat der Westen ja oder haben viele überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Ukraine so wehrhaft ist. Viele haben ja gerechnet, nach 2-3 Tagen ist die ganze Sache zu Ende. Und damit hing es ja wohl auch zusammen, dass der Westen so zögerlich war mit den Waffenlieferungen. Und der Westen sagt, ich sage jetzt mal pauschal der Westen, EU, NATO und so weiter, sagen, hier wird die westliche Freiheit verteidigt. Wenn die das wirklich so glauben, wie sie das monstranzartig vor sich hertragen, dann dürfen sie nicht so zögerlich sein mit der Waffenlieferung. Die Waffen, das ist doch ein Jammer zu sehen, wie da die hin und her diskutiert wird. Zur selben Zeit sterben in der Ukraine täglich zivile Menschen, Zivilisten, Soldaten. Ich glaube im Moment, Zelensky hat gesagt, jeden Tag 100 Soldaten und 500 Verletzte. Ja. Wir schauen zu und Zelensky sagt, wir brauchen wirklich handfeste Waffen. Dann heißt es, ja, nee, wir müssen aufpassen, sonst werden wir mitbeteiligt. Und was macht der Putin dann? Und dann haben wir auf einmal einen dritten Weltkrieg und so weiter. Ja, Herr Klein, wollen Sie das noch zuspitzen? Eine Frage direkt oder als These formulieren, damit wir es sozusagen noch an die beiden Referenten geben können? Ja, also wie gesagt, in meinen Augen ist auch schon ein Fehler gewesen, als der amerikanische Präsident gesagt hat, wir werden auf keinen Fall in der Ukraine einschreiten. Das war für Putin ein Freibrief. Ich kann machen, was ich will. Die werden allenfalls Waffen liefern und das auch nur sehr zögerlich durch die Drohung mit den Atomwaffen. Und deswegen, und ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht, die Diskussion, wie könnte jetzt ein Frieden zustande kommen, ist schön und gut, aber die Fakten sehen eigentlich sehr, sehr deprimierend aus. Ganz herzlichen Dank, Herr Klein, für den Kommentar, der im Grunde auch nochmal Verschiedenes zusammenbringt. Ich glaube, wir haben das Thema Waffenlieferung, wir haben das Thema, und ich spitze das mal zu, was Sie am Anfang gesagt haben, also wenn man den Kampf für die Freiheit ernst nimmt, dann muss man im Grunde da auch was machen. Ich trage diese Frage, die wir im Grunde implizit und in Fragmenten auch schon mal diskutiert haben, direkt nochmal an Frau Pagel und Sarah.
Auch noch mit der Selenskyj-Rede, die wir vor 3 Tagen oder vor 2 Tagen im ZDF gehört haben, die längere, wo ja auch nochmal klar gesagt wurde, es sterben täglich 200 bis 300 Soldaten. Wenn man das mal hochskaliert, ne, aufs Jahr, auf mehrere Jahre, ist das ja eine enorme Summe, was die ukrainische Gesellschaft noch überhaupt imstande zu leisten sein kann. Aber nochmal vielleicht, Sarah, leisten wir hier zu wenig? Im Chat ist ja auch schon gesagt worden, die Amerikaner liefern ja schon. Was kann man tun, um das zu beschleunigen? Also, ich würde sagen, wir tun zu wenig. Also auch wenn wir zum Beispiel annehmen, dass man, und ich sage ganz ehrlich, ich habe auch nicht gedacht, dass die Ukraine so einen Widerstand leistet. Denn selbst wenn wir feststellen, okay, nach 2, 3, vielleicht 1, max. 2 Wochen im Krieg, ja, ist, also die Ukraine hält durch. Man hätte beispielsweise mit der Ausbildung auch an deutschen Waffensystemen, ja, also Panzerhaubitze 2000, Gepard, deutlich früher anfangen können. Wenn wir auch jetzt schauen, was hat Deutschland versprochen zu liefern und wie langsam geht es? Also natürlich brauchen sie bei der Panzerhaubitze 2000 ein paar Wochen, um auszubilden. Aber es geht natürlich auch um andere, vor allen Dingen Flug- und Luftabwehr, weil das ist das ganz Zentrale, gerade auch im Donbass, weil die Russen einfach mit ihrer Feuerkraft deutlich überlegen sind. Die Ukrainer dann auch mit ihrer sehr cleveren Verteidigungsstrategie, die sie vor allen Dingen im März, April gefahren haben, die auf die überdehnten Flanken der Russen gezielt hat, dann nicht mehr weiterkommen. Also es ist jetzt wirklich einfach die Masse, die den russischen Vorteil ausmacht. Und da sind natürlich gerade Flugabwehrsysteme, gepanzerte Fahrzeuge, einfach um das Überleben der Soldaten und Soldatinnen zu sichern, ganz zentral. Und da ist es einfach ja mehr Tempo. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg eben noch relativ lange dauern wird. Das heißt, diese Zurückhaltung bei der Lieferung westlicher Systeme, also okay, wir liefern alte Ostsysteme, weil die Ukraine und Ukrainerin damit auch umgehen kann, das hat natürlich einen Punkt. Aber wenn wir uns schauen, wie lange dieser Krieg wahrscheinlich dauern wird, müssen wir diese Systeme ohnehin über kurz oder lang durch westliche ersetzen, einfach weil die Ukraine nicht mehr in der Lage ist, die zu warten, die Munition nachzuproduzieren, weil die Russen eben ganz gezielt auch dafür natürlich die Strukturen, die Infrastruktur zerstören. Das heißt, wir müssen uns ohnehin darauf einstellen und da müssen wir eigentlich deutlich mehr schneller liefern, denn wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die russische Armee im März, April, ja, einen deutlichen Rückzug machen musste, weil die Ukrainer eben so gut verteidigt haben. Und da haben wir den Punkt verpennt, um es wirklich so zu sagen, mehr zu liefern, die ukrainische Armee auszurüsten. Und ich würde sagen, wir können jetzt auch mehr liefern, auch wenn es vielleicht an unsere eigenen Reserven auch für die NATO geht. Dann brauchen wir einfach eine Priorisierung. Die Ukraine geht vor, wir produzieren nach für die NATO-Potenziale, die wir eben auch vorhalten müssen, weil es natürlich ganz einfach so ist, solange die Russland so in der Ukraine beschäftigt ist, ist es unwahrscheinlich, dass sie auch die NATO angreifen. Das heißt, hier ist die Priorisierung einfach auch auf der Hand liegen, sie ist logisch und da müssen wir rein, vor allen Dingen mit Luftabwehr, vor allen Dingen mit gepanzerten Fahrzeugen, vor allen Dingen mit Munition und eben auch westliche Systeme. Das ist das, was wir leisten können und da fällt es schon auf, dass die deutsche Regierung wahnsinnig viel verspricht, und er so wenig ankommt in der Ukraine. Vielen Dank. Ich würde den ersten Teil der Frage nochmal an Herrn Oppermann spielen. Herr Klein hat nämlich auch kritisiert, dass die USA, Präsident Biden, klar gesagt hat, dass die NATO und die USA nicht Konfliktpartei werden wollen und offen in dem Bereich. Frage an Sie, Herr Oppermann. War das sozusagen ein kommunikativer Fehler, vielleicht ähnlich wie damals Obama mit den roten Linien in Syrien? Oder hätte man vielleicht hier die Position im Offenen halten müssen? Wie bewerten Sie das? Ja, also grundsätzlich stimme ich Herrn Klein da in allen Einschätzungen, was jetzt sozusagen diese depressive oder diese skeptische, pessimistische Haltung angeht, zu. Jetzt mit beiden konkret, ich denke ja, kommunikativer Fehler, wurde ihm ja auch mehrfach sozusagen dann hinterher direkt um die Ohren gehauen. In der Sache selber ist es natürlich trotz allem ja richtig, dass sich die NATO nicht direkt als Kriegspartei sozusagen beteiligt. Ja, also ich meine, wir haben zwar vorhin darüber gesprochen, dass man jetzt auch nicht sozusagen dem russischen Argument und der Drohung mit Atomwaffen sozusagen auf den Leim gehen darf, aber das bedeutet ja nicht, dass man direkt die NATO direkt zum Kriegspartner, zur Kriegspartei macht. Ne? Also das würde ja sozusagen Eskalationsgefahren, Risiken bedeuten, die wir nun auch vermeiden müssen. Also in der Sache ist die Position sicher richtig, aber sozusagen es wäre sicherlich schlauer gewesen, das offen zu halten, da eine gewisse Ambivalenz in der Position zu behalten. Wenn ich noch kurz zu Deutschland sagen darf, ich meine, wenn Sie einen Blick von außen auf Deutschland richten,
ist es von sehr, sehr, sehr deprimierend wiederum, wie stark Deutschland gerade an Reputation verliert, aufgrund der Dinge, die Frau Pagung gesagt hat. Also da ist wirklich so, auch wenn Sie das vergleichen mit den USA und mit Großbritannien, wie langsam, wie zurückhaltend Deutschland agiert, ist wirklich ein außenpolitischer Fehler aus meiner Sicht. Und das wird auch außenpolitische Kosten haben, wenn dann nach dem Krieg gefragt wird, wer denn wie was gemacht hat. Ja, also von daher glaube ich schon, sind das außenpolitische Kosten, die auch uns Deutschland direkt betreffen. Könnte ja zuspitzen zu sagen, eines dieser Grundprämissen deutsche Außensicherheitspolitik nie allein wird hier im Grunde ja auch ein Stück weit oder könnte ein Stück weit unterminiert werden, wenn man hier so zögerlich ist, was die EU als Ganzes betrifft. Im Grunde ist die Frage ja teilweise auch schon beantwortet worden, nämlich von Herrn Krämer. Ich lese sie einfach nochmal vor, aber vielleicht kann Frau Pagen nochmal ein Stück weit ergänzen, ob es auch Unterschiede gibt, nämlich hat die deutsche Zurückhaltung beim Thema Waffenlieferung das Vertrauen der östlichen EU-Mitgliedstaaten in die BRD nachhaltig beschädigt? Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Falls ja, was bedeutet das für die europäische Sicherheitspolitik beziehungsweise die Wahrnehmung von Deutschland als Verbündeten? Sarah, sind wir noch ein verlässlicher Verbündeter oder ist es vielleicht auch zu stark, dass wir uns zu stark auf Einzelstaaten schauen oder haben wir wirklich schon sozusagen mehr als nur einen Lackschaden? Ich glaube, also es ist natürlich jetzt, so eine Prognose zu treffen, ist natürlich auch mal ein bisschen schwer, ein bisschen von Unsicherheit belastet. Aber ich würde schon sagen, dass wir mehr als einen Lackschaden haben, auch wenn wir uns ja einfach nur ein bisschen die öffentliche Debatte anschauen. Ja, also wie berichten beispielsweise polnische, baltische Medien darüber, nicht nur über die zurückhaltenden deutschen Waffenlieferungen, sondern vor allen Dingen ja auch ja, auf die Kommunikationsseiten Scholz an Putin, also diese Telefonate, was genau er sagt, das beobachtet man natürlich sehr genau. Und die Frage, die man sich in diesen Ländern stellt, ist, ja, also wenn es nicht um die Ukraine geht, sondern vielleicht am Ende unser eigenes Land, wie würde Deutschland sich verhalten? Und das gibt natürlich keine Sicherheit bei sehr existenziellen Fragen. Und ich würde schon davon ausgehen, dass das Folgen für die EU-Kohäsion auch langfristig haben wird. Ja, also schauen wir uns allein auch in ganz anderen Politikfeldern, also nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik, die ja ohnehin sehr schwierig ist, weil das eben nach wie vor ein Politikfeld der Einstimmigkeit in der EU ist, sondern auch in anderen Politikfeldern. Also wenn wir uns beispielsweise den Rechtsstaatlichkeit-Diskurs mit Polen anschauen, ja, also dass man dort die Rechtsstaatlichkeit wieder aufbaut, dass man diese ganzen, ja, also auch die Einschneidung der Freiheit der Justiz wieder zurücknimmt, wenn Deutschland dann kommt und sagt, okay, ja, ihr habt ein rechtsstaatliches Problem hier, ihr seid nicht überein mit grundsätzlichen EU-Standards, wird dann natürlich die Position Deutschlands, das in diesen Ländern wieder durchzusetzen, auch an die Bevölkerung zu kommunizieren und zu sagen, wir haben kein Problem mit euch, wir haben ein Problem mit den Reformen und mit den Politikvorhaben eurer Regierung, deutlich, deutlich schwieriger, weil das, was bei der Bevölkerung hängen bleibt, ist, ja gut, am Ende setzt Deutschland auch nur einseitig seine Interessen durch und gibt auf seine Verbündeten nicht so viel. Und da sehe ich ehrlich gesagt große Kosten drauf zu kommen. Ich glaube, das ist, würde ich jetzt mal behaupten, genau das, was Herr Oppermann auch mit diesen politischen Kosten meint. Die werden immer unterschätzt, weil sie natürlich, ja, politische Kosten sind nicht so gut bezifferbar wie wirtschaftlich. Da kann man dann immer schön ein bisschen rechnen und eine Zahl dahinter schreiben. Das ist natürlich schwieriger, wenn es politische Kosten kommt. Also ein gutes Beispiel ist Nord Stream 2. Es wurde immer gerechnet, wie viel Geld uns durch die Lappen geht, wenn wir das nicht machen. Und wenn man dann vor politischen Kosten gewarnt hat, wurde das nicht so ernst genommen. Und ich glaube auch, weil man das eben nicht so gut beziffern kann. Und jetzt sehen wir die enormen Kosten, die wir haben von der Abhängigkeit von russischem Gas. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, dass politische Kosten halt sehr abstrakt sind, häufig nicht gut bezifferbar. Aber wenn sie kommen, dann haben wir, gelinde gesagt, ein sehr, sehr großes Problem. Ja, und sie sind nicht nur abstrakt, sie sind auch emotional, ne, weil im Grunde wir alles Mögliche reinprojizieren. Im Chat wurde der Wunsch geäußert, dass nochmal ein Stück weit die militärische Dimension des Konflikts aufgegriffen werden sollte. Und das finde ich auch sehr gut. Die würde ich gerne nochmal an dich, liebe Sarah, zurückspielen, bevor wir sagen, den Bogen nochmal international kurz öffnen. Wir reden sozusagen oder haben bisher sehr viel über die Ukraine geredet, über auch die Verluste, auch über Waffenlieferungen. Aber schauen wir doch noch mal ganz kurz nach Russland. Auch Russland hat demografische Probleme, genügend Soldaten für seinen Einsatz zu rekrutieren. Wir sehen, die sozusagen Rekrutierungs- und Einberufungsmaßnahmen nehmen massiv zu. Wo würdest du, ich formuliere es mal so, eine Schmerzlinie in Russland sehen, wo auch Russland gar nicht mehr anders kann, als entweder die Kampagne zurückzufahren oder vielleicht ein neues Eskalationslevel draufzuhauen? Denn das heutige Russland ist nicht die Sowjetunion, hat nicht mehr diese Menschenmassen, wie es im 20. Jahrhundert der Fall war.
Ja, also ganz ehrlich, das mit einer genauen, also genauen Ziffer zu versehen, ist ja schwer. Also ukrainische Angaben sind jetzt, dass ungefähr 330.000 russische Soldaten entweder direkt oder indirekt in den Krieg verwickelt sind. Wenn wir uns anschauen, dass Russland eine Bevölkerung von, ich glaube, 142 Millionen, auf alle Fälle was um die 140 Millionen hat, sehen wir, dass da noch relativ viel Luft nach oben ist. Es werden zunehmend Reservisten eingezogen, auch andere Spezialisten, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das noch sehr lange dauern kann, auch aufgrund des wirtschaftlichen Ausblickes in Russland. Wenn wir uns anschauen, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rezession, die zwar teilweise aufgefangen wird durch die hohen Einnahmen durch Gas und Öl, die natürlich aber nicht dafür sorgen, dass die Leute einen Job haben, weil sie den im Zweifelsfall verlieren eben, jetzt auch durch die Wirtschaftskrise in Russland, wird natürlich ein Militärdienst für gerade die Menschen in den wirtschaftlich schwachen Gebieten, in den abgelegenen Gebieten eigentlich noch viel attraktiver, weil es eben eine Möglichkeit ist, die eigene Familie zu ernähren. Von da aus würde ich davon ausgehen, dass Russland das noch sehr, sehr lange durchhalten kann. Also ich glaube, bei 330.000 ist da lange nicht die Grenze. Ich glaube auch nicht bei 500.000 und auch nicht bei mehr. Darüber hinaus ist es schwierig zu sagen, auch weil wir Hinweise darauf haben, dass die Personen, die vor allen Dingen in der Ukraine sind und die vor allen Dingen dort sterben, Mitglieder ethnischer Minderheiten sind und aus abgelegenen, sozialwirtschaftlich schwachen Gebieten kommen, wo wir eben eine schlechter funktionierende Zivilgesellschaft haben, bis gar keine, wie gesagt, ohnehin wenig wirtschaftliche Perspektiven und die Leute eben häufig auch keine Alternative haben. Also von da aus, ich glaube nicht, dass wir darauf warten sollten, bis ja rein von der Anzahl der Personen da das Ende der Fahnenstange erreicht ist, auch weil, und das haben wir gesehen, das russische Regime keinerlei Probleme damit hat, die Leute einfach als Kanonenfutter zu verfüttern. Und wie du völlig richtig ausführst, die russische Geschichte ja auch voll von Kriegen ist, wo im Grunde die Zahl der Toten und der Menschenleben keinerlei Rolle gespielt hat. Aber ich würde gerne jetzt nochmal den Blick etwas weiten, weil auch die Fragen im Chat eine darauf hinausgelaufen ist und ein Ereignis sozusagen in diesem Jahr ganz konkret oder als bald ansteht, nämlich für den wichtigsten Unterstützer der Ukraine, die USA, Herr Oppermann. Wir haben in den USA Kongresswahlen und wir sehen derzeit, trotz des Statements Bidens, nicht aktiv in den Krieg einzusteigen, trotzdem eine kontinuierlich hohe finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine. Ist es denkbar, Herr Oppermann, dass sich, wenn sich die Kräfteverhältnisse im US-Kongress ändern, sich diese Unterstützung für die Ukraine abschwächt und nicht mehr in dieser Form von den USA praktiziert wird? Würde ich nicht davon ausgehen. Bei vielen anderen Themen wäre Ihre Frage mit Ja zu beantworten, nämlich dass nach den Midterms und den erwartbaren Verlusten der Demokraten in vielerlei anderen Fragen die amerikanische Außenpolitik weniger handlungsfähig wird. Aber mit Blick auf die Ukraine war auch vor dem Krieg schon der Fall, dass das eines der wenigen Themen ist, wo wir sozusagen einen sogenannten Bipartisan-Konsensus haben, also sozusagen über die Lage hinweg einen Konsens, dass da sozusagen die US-amerikanische Seite klar hinter der Ukraine stehen muss. Da würde ich eher sogar sagen, dass die republikanische Seite teilweise härtere Positionen vertritt. Also vor dem Krieg wurde Biden so ein bisschen noch vor sich hergetrieben von den republikanischen Senatoren mit Blick auf zum Beispiel Sanktionen gegen Deutschland, mit Blick auf Nord Stream 2. Also da würde ich jetzt nicht sehen, warum da eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse, die sicherlich erwartbar ist, aber dass das die amerikanische Position in Frage stellen würde, würde ich jetzt erstmal so nicht sehen. Vielen Dank hierfür. Ich sehe eine Frage, Herr Oppermann, die auch an Sie gerichtet ist. Ich bin nicht ganz sicher, sozusagen, wie präzise die ist. Hier steht von Herrn Goldstein, welche Rolle sehen Sie, Herr Oppermann, beim Thema China? Ich vermute mal, dass die Frage so in die Richtung geht, möglicherweise offene Unterstützung für Russland oder weitergehendes Engagement. Ich interpretiere es so, weil im Grunde nicht mehr dasteht. Okay, das ist natürlich jetzt eine sehr wichtige, sehr gute und sehr breite Frage, die auch entsprechend schwierig zu beantworten ist. Also grundsätzlich würde ich denken, dass China einer der Profiteure sozusagen des Krieges ist und sein wird. Ja, ein geschwächtes Russland ist sozusagen ja absehbar, egal fast schon wie der Krieg ausgeht, mit Blick auf jetzt, sagen wir mal, wirtschaftliche Faktoren, Interdependenz, Beziehungen zu dem Westen. Das heißt, Russland fällt sozusagen so ein bisschen wie eine reife Frucht in den chinesischen Schoß.
Da muss man jetzt nur keine Fehler machen, dahingehend, dass man jetzt eben nicht offen, ganz offen Russland unterstützt, damit man sich sozusagen dann eben auch wiederum aus chinesischer Sicht keine wirtschaftlichen Probleme, Nachteile, strategische Nachteile mit Blick auf die USA, den Westen einhandelt. Genau diesen Fehler macht man nicht. Ja, man zwar, klar gibt es politische Signale, die deutlich sich abheben von der westlichen Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Ja, da gehen sozusagen chinesische Delegierte von irgendwelchen UN-Veranstaltungen aus dem Raum, wenn sozusagen der ukrainische Präsident oder der Delegierte spricht. Ja, und natürlich ist die Stille die Abwesenheit dieser Verurteilung ist sehr laut. Ne? Man nimmt das natürlich wahr, man sieht diese Ambivalenz, aber es ist natürlich immer noch eine Ambivalenz. Es ist eben nicht eine klare Unterstützung Russlands. Und ja, also erwartbar wird das so auch nicht kommen, weil das so, wie es gerade läuft, genau in chinesische Hände spielt. Besten Dank auch nochmal sozusagen für diese Einordnung auf globalstrategischer Ebene. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir biegen sozusagen jetzt auch zeitlich in die letzte Viertelstunde ein. Und ich freue mich sehr, dass wir heute überhaupt keinen, was heißt überhaupt nicht, im Grunde haben wir das nie, aber heute sozusagen umso weniger, einen Mangel an Fragen im Chat und Kommentaren haben. Auch hier greife ich mir noch einige raus, wo ich gerne noch eine Frage an beide stellen würde. Aber wir haben eben, das passt auch ganz gut, sozusagen, Frau Pagen hat eben sozusagen die Leidensfähigkeit und auch die Möglichkeit des Durchhaltens von russischer Seite beschrieben, einen möglichen Ausblick gewagt. Herr Klein schreibt auch, aber auch die Ukrainer müssen sich natürlich diese Frage stellen. Und klar, wir sehen sozusagen die hohe Motivation, der Kampf fürs Vaterland, für die Nation etc. pp. Trotzdem sehen wir, liebe Sarah, erste Probleme, auch in der Ukraine, genügend junge Männer für den Dienst zu rekrutieren oder haben wir das im Grunde nach wie vor nicht? Bleibt die Motivation, der Kampf fürs Vaterland und für die Familie, ist da nach wie vor ungebrochen hoch? Also ich kann es natürlich jetzt auch nur aus der Fernperspektive und von denen, was ich von meinen Kontakten höre, beurteilen. Also das, was ich bis jetzt momentan wahrnehme, ist es nicht der Fall, dass wir da ein Nachlassen sehen. Es ist auch noch nicht so, dass die ukrainische Armee ein Problem hat, was die Anzahl der Soldaten und Soldatinnen generell angeht. Das Problem ist eher aus meiner Sicht, dass man für die gesteigerte Anzahl an Truppen, die man ja auch über die langgestreckte Front braucht, ein Problem des Materialmangels haben. Also ne, sie können natürlich nur die Soldaten und Soldatinnen an die Front schicken, die dementsprechend auch die entsprechende Ausstattung und vor allem die entsprechenden Waffen haben. Und das ist aus meiner Sicht gerade eher das Problem. Es stimmt natürlich aber schon, dass langfristig gesehen das Reservoir an potenziellen Soldaten und Soldaten oder in Russland ja nur Soldaten in Russland größer ist als in der Ukraine. Und das ist natürlich, wenn es auf einen langen Zermürbungskrieg hinausläuft, die Ukraine da die schlechteren Karten hat, umso wichtiger ist es hier eben auch nochmal, die Ukraine mit Material zu schützen, weil das dann nicht natürlich nicht nur hilft, den russischen Vormarsch aufzuhalten, sondern natürlich auch dazu dient, ukrainische Soldaten und Soldatinnen einfach das Leben zu retten und damit natürlich auch die Manpower länger aufrechtzuerhalten. Ein Punkt, vielleicht nur einen Satz ergänzend, ist natürlich auch die hohe Zahl an bereits Migrierten, die im Grunde ja auch nochmal die Gesellschaft belasten, im Sinne von, na, man muss es klar sagen, weniger Geburten. Die Frage, ob sie rückmigrieren in die Ukraine, ist im Grunde auch klar. Aber das sind natürlich auch Faktoren, die sich erst noch zeigen. Vielleicht nur ganz kurz, liebe Sarah, Herr Klein fragt, ob du ihm, ich interpretiere es einfach mal so, vielleicht auch mal eine Quelle nennen kannst, wo wir im Grunde mit Blick auf Todeszahlen, Zerstörung etc. pp., die Ukraine so ein Lagebild haben. Also mir fällt spontan ein, das US Institute for the Study of War, wo im Grunde ja auch täglich viele die besten Quellen mit Frontverläufen und so weiter rausnehmen. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz ergänzen, wo man hier mit Blick auf gute Tageszeitungen hinaus auch noch mal ein gutes, solides Bild bekommt. Ton, genau. Ja, ich habe es gemerkt. Grundsätzlich, vor allen Dingen für ukrainische Zahlen, können wir immer auf die ukrainischen Nachrichtenagenturen zurückgreifen, also UNN zum Beispiel, das ist eine gute Einschätzung. Auch die britischen Medien haben immer ganz gute Zahlen, weil sie offensichtlich ganz gute Informationen auch von den britischen Geheimdiensten kriegen. Dann gibt es natürlich, ich kann War on the Rocks gut empfehlen als Blog, wo es immer Zahlen gibt. Man muss natürlich aber immer vorsichtig sein. Also man sieht natürlich auch sehr unterschiedliche Zahlen, die zirkulieren, was beispielsweise auch die Verluste von Russland angeht. Also man wird immer den Fall haben, dass man eine relativ hohe Spannbreite hat.
Und man natürlich nicht sagen kann, okay, liegt die Wahrheit in der Mitte oder liegt sie wirklich an einem Ende der Extreme? Also man muss mit Zahlen sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, ukrainische Nachrichtenagentur, britische Medien, LPI, ich hoffe, man spricht das so aus, die spanische Zeitung. Ich spreche leider kein Spanisch, aber die haben auch englische, also einen englischen Zugang. Da kann man ganz gut gucken. War on the Rocks würde ich empfehlen. Und dann einfach immer so ein bisschen versuchen, vielleicht die unterschiedlichen Zahlen im Blick zu behalten und dann zumindest so einen Eindruck zu bekommen, an welchem Punkt wir sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Was das auch nochmal angeht, zeigt im Grunde auch, trotz dass es nicht weit weg ist, dass es schwierig ist, wirklich gute, belastbare Informationen zu bekommen, trotz des Internetzeitalters oder auch wegen, je nachdem. Ich würde mit Blick auf die Zeit noch zwei, maximal drei Fragen oder Mini-Komplexe sozusagen zum Schluss andiskutieren. Und bevor ich auf die Frage von Herrn Dr. Völkel eingehe, die ich völlig zu Recht hier stehen sehe, würde ich dich, liebe Sarah, noch mal ganz kurz bitten. Wir haben sozusagen jetzt sehr stark über Russland, Ukraine and the West gesprochen, aber wie sieht denn die Lage aktuell in Belarus aus? Wir haben ja verschiedene Signale, auch sozusagen Nachrichten und auch nicht Geständnisse, aber im Grunde Aussagen von Lukaschenko mit Blick auf die Unterstützung oder auch die Zurückhaltung von Belarus bekommen. Wie verhält sich Belarus aktuell? Also wir haben den Fall, dass das Territorium von Belarus genutzt wird, um den Angriff auf die Ukraine durchzuführen, und zwar das seit Beginn des Krieges. Was wir bis jetzt noch nicht sehen, sind wirkliche belarussische Kampfverbände im Krieg. Also ich denke, wenn das irgendwo der Fall gewesen wäre, dann hätte man das sicherlich medial auch schon mitbekommen, weil sich das eben auch schlecht geheim halten lässt. Aber es ist eben ganz klar Ausgangspunkt der russischen Aggression und das ist eben auch eine Entwicklung im Zuge des Krieges, aber auch schon vorher, dass russische Kräfte auch massiv in Belarus stationiert sind, was am Ende ja eine Form von verdeckter Besetzung ist. Lukaschenko musste dem am Ende preisgeben, auch wenn er sich lange dagegen gewehrt hat, weil er auf die russische Unterstützung während der ja wirklich großen Proteste und Demonstrationen in den letzten Jahren angewiesen war. Also wir haben eigentlich eine Aufgabe belarussischer Souveränität, die wir vor allen Dingen wirtschaftlich in den letzten Jahren schon gesehen haben, jetzt eben auch ganz klar militärisch und zunehmend politisch. Wenn wir uns anschauen, ja, wie wird das in Belarus gesehen, haben wir eben ja nach wie vor auch durchaus eine vernetzte und aktive Zivilgesellschaft, auch wenn sie sehr, sehr eingeschränkt ist von dem, was sie machen kann, aufgrund der massiven Repression in Belarus. Und wir sehen, dass es gerade Teile der oppositionellen Zivilgesellschaft geht, die sich solidarisieren mit der Ukraine, weil sie sich eben in einem ähnlichen Kampf gegen die russische Großmacht sehen. Also wir haben beispielsweise auch belarussische Freiwilligenverbände in der Ukraine. Aber eben aufgrund der massiven Repressionen haben wir keinen großen Widerstand. Es ist natürlich aber auch für Lukaschenko auch wirklich ein Ritt auf Messerschneide, weil große Teile der Bevölkerung eigentlich eine wirkliche Angliederung an Russland ablehnen, beispielsweise auch eine Teilnahme an diesem Krieg. Er gleichzeitig natürlich politisch Putin unterstützen muss aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre. Das ist für ihn keine simple Lage in jedem Fall. Also auch für Alexander Lukaschenko kein Zuckerschlecken an der Seite dieses Krieges. Ich würde gerne die nächste Frage auch nochmal an dich geben, Sarah, und danach eine Frage an beide, die dann mit Herrn Oppermann beginnt, aber die, glaube ich, passt einfach nochmal ganz dazu, weil du die Russland-Expertin bist, nämlich von Herrn Dr. Wolfgang Völkel. Ich lese direkt mal vor. Thema ist heute, wie beendet man diesen Krieg? Wieso wird er überhaupt geführt? Wieso konnten die Ukraine und Russland ihre Probleme nicht ohne den Krieg regeln, sich einigen? Hier höre ich nur die Empfehlung, mehr Waffen von uns für die Ukraine. Ja, das ist im Grunde nochmal ein eigenes Seminar zur russischer im Grunde Außensicherheitspolitik der letzten 20 Jahre. Aber Sarah, vielleicht könntest du da nochmal eingehen. Warum gelingt es nicht von zwei Völkern, die im Grunde diese Geschichte haben oder vielleicht auch wegen der Geschichte, dass es so weit kommen konnte? Also da könnte man in der Tat wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich würde ganz gerne auf zwei Aspekte eingehen, um das ein bisschen zu erklären. Das eine ist, wenn wir uns die russische Nationenbildung, die russische Identitätsbildung anschauen, dann basiert sie auf der Einheit der Russinnen, der Belarusinnen und der Ukrainerinnen. Das heißt, die Ukrainerinnen gehören dazu. Wenn wir uns anschauen, wie sich die ukrainische Identität auf die ukrainische nationale Entwicklung anschaut über die letzten 200 Jahre, dann ist es genau das Gegenteil. Ja, es ist in Abgrenzung
zu Russland. Und das sind natürlich zwei Sachen, die sehr wenig zusammengehen und dessen Ausschuss wir am Ende auch in diesem Krieg sehen, weil ist es eben die Frage, ist die Ukraine ein souveräner Staat? Ist sie ein eigenständiges, souveränes Volk oder eben nicht? Und die Frage, warum sich das, also das lässt sich natürlich nicht wegregeln. Man sieht das sehr gut an Minsk II. Also Minsk II war der Versuch, ja, den Konflikt im Donbass zu verregeln und damit zu einer Lösung zu führen. Wir haben also unterschiedliche Bestimmungen gesehen, beispielsweise über die Wahlen im Donbass, über Autonomie, also rechtliche Autonomiebestimmungen, die Kiew für den Donbass erlassen soll, auch die Frage, wann sich die ukrainisch-russische Grenze wieder in ukrainischem, unter ukrainischer Kontrolle befindet, also im Bereich der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Und was wir gesehen haben, ist, dass es nicht zur vollständigen Umsetzung dieser Bestimmungen kam, weil sie eben den zentralen Konflikt, ja, also ist die Ukraine souverän oder ist sie es nicht, nicht wegregeln kann. Sie können so viele kleinteilige Schritte und Lösungen ersinnen. Dieser zentrale Konflikt lässt sich nicht wegregeln. Das heißt aber eben auch, dass Russland politisch seine Ambition der Kontrolle über die Ukraine direkt oder indirekt nicht erreichen konnte und daher zu militärischen Mitteln getroffen hat. Also sie sollten uns eben darüber im Klaren sein, dass so ein fundamentaler Konflikt wie, ja, ist man ein souveränes Volk oder nicht, das lässt sich nicht so richtig wegregeln. Das ist halt einfach zu grundsätzlich und zu fundamental. Ja, damit lotest du im Grunde ja auch nochmal ja, die Dramatik, auch die tiefen Dimensionen dieses Konflikts aus, dass es eben hier nicht nur, ich spitze mal zu, um ein bisschen Land geht, sondern wirklich fundamental um Identitätsfragen eines Volkes, um Zugehörigkeit und Frieden und etc., was da alles noch dranhängt. Deswegen, du hast völlig zu Recht gesagt, man muss sich hier beschränken auf diese Frage, aber ich will jetzt auch mit Blick auf die Zeit und wir sind im Grunde jetzt auch auf der Zielgeraden noch eine Frage an beide stellen, zunächst an Herrn Oppermann, die uns nochmal zurückführt auf Deutschland, nämlich kann es, Herr Oppermann, in Zukunft wieder so etwas wie deutsch-russische Beziehungen geben oder eigentlich nur noch EU-Russland-Beziehungen? Die deutsche, ich nenne es mal so, Sonderbeziehungen, Nord Stream und andere Punkte wurden ja lange Zeit kritisiert. Einige sahen das positiv, einige negativ. Wie muss man sich jetzt hier in Berlin perspektivisch verhalten? Eine EU-Linie oder haben wir vielleicht doch nach wie vor einen guten Draht oder überhaupt nicht, Herr Oppermann? Ich bin der Ansicht, dass von vor dem Krieg die sozusagen diese Sonderstellung, sagen wir mal, Deutschland ein Fehler war, ja, gerade mit Blick auf Nord Stream 2, aber auch mit Blick auf andere Dinge, sozusagen wurde uns ja von außen immer wieder vorgehalten, ein viel zu naives, viel zu wenig strategisches Zugehen oder Verhältnis zu Russland. Ich glaube, dass die sogenannte Ostpolitik da völlig missbraucht wird, sozusagen diese Analogie. Das war eine andere historische Phase in den 70ern, sodass man das jetzt nicht auf heute einfach, auch wenn man es dann neue Ostpolitik oder europäische Ostpolitik nennt, darauf sozusagen daran anschließen kann. Ich halte das für sozusagen eine Verballhornung von Ostpolitik. Von daher, natürlich wird es weiterhin oder später wieder bilaterale Beziehungen geben. Aber diese bilateralen Beziehungen müssen gerade aus deutscher Sicht, gerade aus deutschem Interesse, sehr stark in die EU eingebunden werden. Und da nochmal anknüpfend an das, was Frau Pargon gesagt hat, die sozusagen die Interessen, die Agency, wie man auf Neudeutsch immer so schön sagt, der mittelosteuropäischen Staaten, hat Deutschland einfach jahrelang ignoriert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für europäische Integration. Und das muss man in Zukunft dann verhindern. Und ich denke, dass sozusagen diese Schocksituation jetzt des Krieges da möglicherweise auch Einsichten bringt, dass das sozusagen in Zukunft anders gemacht wird. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Sarah. Du hast den Impulsvortrag erhalten. Du sollst auch das letzte Wort bekommen zu dieser Frage nochmal. Ja, sowas wie eine neue deutsche oder nur noch EU, Ost- oder Russland-Politik. Wo soll die Reise hingehen? Wo kann sie hingehen? Also vielleicht zwei Antworten dazu. Also bitte. Zum Grunde genommen stimme ich Herrn Oppermann vollkommen zu. Diese Idee der Rolle von Verflechtung als Raum für Wertetransfer, als Raum für Kompromissschaffung funktioniert eben nicht gegenüber autoritären Systemen. Das ist der zentrale Faktor oder gegenüber vielen autoritären Systemen, warum es mit Russland gescheitert ist. Man war nie an einem Wertetransfer interessiert, auch nie wirklich an strategischen Partnerschaften, weil man ein transaktionales, kurzfristiges Verständnis von Außenpolitik hat. Was nicht heißt, dass die Idee der Verflechtung obsolet ist. Ich glaube, wir müssen nur
lernen zu unterscheiden, bei welchen Ländern sie anwendbar sind und bei welchen vielleicht nicht. Und Russland würde ich eben nicht dazu zählen. Zu den Sonderbeziehungen, und das ist vielleicht auch ganz gut als Schlusswort. Also ich glaube nicht nur, dass wir erkennen müssen, dass das von deutscher Seite nicht funktioniert, weil es unseren eigenen sicherheitspolitischen Interessen widerspricht, aber eben auch denen unserer EU-Partner und Partnerinnen. Die Frage ist natürlich auch nur, Sonderbeziehungen funktionieren immer nur zweiseitig. Und wenn wir uns anschauen, was sich auf russischer Seite in den letzten, vor allen Dingen, ich würde sagen, 4 Jahren verändert hat, dann sehen wir auch einen ganz anderen Blick auf Berlin. Also diese Rolle von Berlin, vielleicht auch als Mittler in den politischen Westen hinein, wird auch in Russland nicht mehr so wahrgenommen. Also lassen Sie mich ein plakatives Beispiel geben. Zwischen 2014 und 2018 war es vielleicht so, dass wenn Berichte darüber gab, dass irgendjemand einen Coup in Russland plant oder dass man irgendeine feindliche Politik und Propaganda plant, dann war es gerne immer der amerikanische, der britische und der polnische Geheimdienst. Man hat also sehr genau markiert, wer die Gegner sind. Seit 2018 ist es auch der BND. Und wir sehen ganz deutlich in der russischen öffentlichen Diskussion, dass Deutschland diese Rolle verloren hat. Deshalb, selbst wenn wir das noch gerne wollten, es wird überhaupt gar nicht mehr so wahrgenommen. Weil eben auch Deutschland ganz klar auf einer Seite des Konfliktes wahrgenommen wird und das ist nicht die russische. Das heißt, wir sollten uns auch keine Illusionen darüber machen, was Berlin und Moskau wirklich noch erreichen kann, nämlich ehrlich gesagt nicht viel mehr als die anderen Staaten. Und deswegen ist auch ohnehin diese Frage der Sonderrolle obsolet, weil es wird in Russland nicht so gesehen und es führt dazu, dass wir massiv an Agency, wie Herr Oppermann das nennt, bei unseren Partnern und Verbündeten verlieren. Also die Erkenntnis muss einfach auch so ein bisschen reifen, auch wenn es natürlich aufgrund, irgendwie, ich glaube, deutscher Ansichten, deutscher Wertvorstellungen, auch deutscher historischer Verantwortung natürlich eine schwere Erkenntnis ist. Ja, ganz herzlichen Dank sozusagen auch nochmal für das eingehende Plädoyer, im Grunde das Zeitenwende auch für Deutschland mit Blick auf Russland, heißt auch ein Ende der Romantik, ne, gegenüber dieses deutsch-russischen oder dieser deutsch-russischen Tümelei, was auch immer das heißt. Ich denke, wir haben heute eine ganze Reihe an Themen, sozusagen Blöcke, Entwicklungen besprochen. Natürlich nicht final, keineswegs. Wir sehen, der Konflikt dauert und in jeglicher Hinsicht schreit es eigentlich nach mehreren neuen Vortragsreihen. Aber hier will ich es im Grunde auch belassen. Ich darf mich ganz herzlich, liebe Sarah Pagung, bei dir bedanken für den Impulsvortrag, dass du uns heute sozusagen nochmal unterstützend mit Fragen, Kommentaren zur Seite gestanden hast. Lieber Herr Oppermann, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die 4-malige Teilnahme an dieser Reihe. Das müsste eigentlich eine Medaille geben dahingehend. Ich freue mich sehr beim Publikum für die Fragen, für die Kommentare. Die waren heute wieder sehr, sehr lebhaft, teilweise auch emotional. Auch da wieder nochmal das Plädoyer. Bitte möglichst sachlich. Bringt nichts, wenn man sich im Chat hier, glaube ich, Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Und ich darf mich im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal ganz herzlich bedanken für das generelle Möglichmachen dieser Reihe mit der TU Chemnitz, unseren beiden Lehrstühlen. Und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft eine weitere Reihe geben wird, ob es zur Ukraine, generell zu anderen Themen sein wird. Das wird sich zeigen. Letztes Wort. Wie immer, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Würde mich freuen bei anderen Veranstaltungen, wenn Sie uns treu bleiben. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Und Herr Oppermann und Sarah, bleiben Sie bitte noch ganz kurz eingeloggt.